Hochverehrte Festversammlung, zur Feier des 30-jährigen Jubiläums und der Erfolgsgeschichte der Fantastischen Bibliothek Wetzlar, eines Leuchtturms für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Fantastik, begrüße ich Sie auf das Allerherzlichste. Die Besonderheit dieser Bibliothek hat für mich vorausahnend kein geringerer als Albert Einstein mit dem Satz umschrieben: Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Es freut und ehrt mich, dass ich eine so große Zahl, es sollen über 150 sein, an Gästen hier begrüßen darf. Ich tue dies im Namen der Vorstände Thomas Leblanc und Bettina Twersnik, denen in erster Linie der Erfolg dieser Bibliothek zu verdanken ist, aber auch für die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder. Ich bitte um Verständnis, dass ich Sie in Gruppen und nur in wenigen Fällen namentlich begrüße und bitte Ihre berechtigten Beifallsstürme bis zur Übergabe an den Festredner aufzusparen. Den unterschiedlichsten Kooperationspartnern aus dem Bereich der Unternehmen, Einrichtungen und Stiftungen danke ich herzlich für Ihr Kommen und begrüße stellvertretend den Vertreter der Deutschen Telekom AG, Herrn Dr. Stefan Kohn, der auch ein Grußwort zu uns sprechen wird. Aus der Gruppe der für eine fantastische Bibliothek unverzichtbaren, weil Fantasie anregenden und Literatur schaffenden Autoren begrüße ich Herrn Bernhard Hennen, der ebenfalls ein Grußwort spricht. Der Bundesverband Leseförderung vertritt in besonderer Weise ein Hauptziel und trifft auf eine Kernkompetenz dieser Bibliothek, weil Lesen, Bildung erst ermöglicht. Hierzu begrüße ich Frau Manuela Hanschel. Auch auf Ihr Grußwort dürfen wir uns freuen. Die Fantastische Bibliothek ist eine gemeinnützige Stiftung, aber keine staatliche Bildungseinrichtung. Sie ist jedoch auf öffentliche Förderung durch unterschiedliche politische Ebenen angewiesen. Insoweit begrüße ich das Mitglied des Deutschen Bundestags, Hans-Jürgen Irmer, und das Mitglied des Hessischen Landtags, Frank Steinrath. Und, obwohl er auch heute in anderer Funktion hier ist, den früheren hessischen Staatssekretär für Wissenschaft und Kunst, Professor Dr. Joachim Felix Leonhard. Der Lahn-Dill-Kreis, vertreten durch Mitglieder des Kreistags, des Kreisausschusses und der Verwaltung, wird repräsentiert durch die Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller und die Kreisbeigeordneten Ursula Landau und Wolfram Dette. Für die Wetzlarer Stadtverordneten wollte ich Herrn Volk begrüßen, ich sehe ihn nicht. Aber die, die da sind, begrüße ich natürlich sehr herzlich. Und für den Magistrat, Herrn Oberbürgermeister Manfred Wagner. Ein Oberbürgermeister, der zugleich Vorsitzender des Aufsichtsbeirats ist, kennt nicht nur die Sorgen dieser Bibliothek, sondern weiß auch, welch einzigartigen Schatz er in seinen Mauern hütet. Deshalb freuen wir uns besonders auf sein Grußwort als Vertreter der Politik. Obwohl ich mit den genannten Gruppen die meisten der heute anwesenden Gäste erfasst haben dürfte, richtet sich mein Gruß und besonderer Dank für Ihr Kommen an Sie alle, denen Ziele und erfolgreiche Aufgabenerfüllung der Fantastischen Bibliothek wichtig sind und die Sie selber oder durch Ihre Einrichtung engagiert und wirkungsvoll in unterschiedlichster Weise unterstützen. Ausdrücklich schließe ich darin, neben den Stiftern, Spendern, Sponsoren und sonstigen Partnern auch diejenigen ein, die in zum Teil prekären Arbeitsverhältnissen oder gar zum Nulltarif hervorragende Beiträge für die Bibliothek und ihren selbstgewählten fantastischen Auftrag leisten. Unter Ihnen, verehrte liebe Gäste, gibt es einen Menschen mit mittelhessischen Wurzeln,
von dem wir im Vorstand und Aufsichtsrat wissen, dass ihn unsere Bibliothek persönlich interessiert und er sich auch Kraft seines Amtes für sie einsetzt. Und wir freuen uns auf seinen Festvortrag. Deshalb begrüßen Sie mit mir und jetzt bitte mit kräftigem Applaus den Hessen-Minister der Finanzen, Herrn Dr. Thomas Schäfer. Schon für mich oder ist das so ganz geklärt? Mal gucken. Und die Infrastruktur herstellen, dann bin ich gleich handlungsfähig. Ja, sehr verehrter lieber Herr Hoffmann, meine Herren Abgeordneten, Staatssekretär, meine Herren Oberbürgermeister, muss man ja sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, haben Sie herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die Gelegenheit, heute ein paar Anmerkungen zu machen. Ich habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass von mir ein Festvortrag erwartet wird. Und dann habe ich mich gefragt, warum haben die ausgerechnet den obersten Kassenwart zum Festredner gemacht? Dann habe ich mich daran erinnert, dass mein Vorgänger im Amte, Karl-Heinz Weimar, mal den Ausspruch geprägt hat, dass die mittelfristige Finanzplanung einer öffentlichen Körperschaft bestenfalls ein Märchenbuch sei. Daraus könnte man schließen, dass eine diverse Finanzplanung öffentlicher Körperschaften auch in ihrer Institution einen guten Platz haben könnte. Das könnte ein Erklärungsmuster möglicherweise ergeben, habe aber eine Vorstellung, dass es möglicherweise auch ein anderes Erklärungsmuster gibt. Denn die unterschiedlichen Lokalitäten, in denen die fantastische Bibliothek untergebracht hat, hat jetzt nun ein Ziel erreicht in einem Gebäude, was mal eine der im Finanzministerium nachgeordnete Behörde beherbergte. Und jetzt will ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatsbauverwaltung nicht zu nahe treten. Aber ich sage ganz offen, das ist das Beste, was aus einem Staatsbauamt werden könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin mir nicht sicher, ob als vor 30 Jahren aus einer Reihe von Veranstaltungsserien hier in Wetzlar der Entschluss reifte, zu sagen, wir versuchen einen Ankerpunkt, einen Nukleus für fantastische Literatur hier in Wetzlar zu schaffen. Irgendjemand geahnt hätte, dass wir, wenn wir den 30. Geburtstag feiern würden, wir uns in Umgebung von fast 300.000 Titeln treffen würden. Ich glaube, derjenige oder diejenige, die das vorausgesehen hätte, wäre damals, man beachte das Wortspiel, als Fantast, aber eher belächelt worden. Dass das gelungen ist, ist wirklich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ist eine Erfolgsgeschichte, die aber nur dadurch denkbar war, dass sich Menschen zusammengefunden haben, die bereit waren, Hoffmann hat es eben angesprochen, im Spannungsverhältnis zwischen Ehrenamt und prekärer Beschäftigung, sich zu engagieren für ein Projekt, das letztlich in eine gemeinnützige Stiftung gemündet ist. Ein solches Projekt entsteht nicht, und damit tue ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes wieder nicht Unrecht, sowas entsteht nur in einer Form von freier Trägerschaft, wo Entfaltung von Ideen ein bisschen leichter ist als in den Strukturen öffentlich getragener Institutionen. Jetzt fühlen sich natürlich viele Kulturschaffende ein wenig abgesicherter in der Trägerschaft öffentlicher Institutionen. Insofern war das alles nicht ohne Risiko, den Beginn als Abteilung der Stadtbibliothek auszugliedern, zu sagen, wir machen etwas Eigenes, wir machen etwas Neues. Und trotzdem war es am Ende die richtige Entscheidung. Und jetzt gehen wir wieder die 30 Jahre zurück. Vor 30 Jahren war die Frage, wie fantastische Literatur einzuordnen ist, jedenfalls unter den Feuilletonisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht restlos unumstritten. Einzig das Märchen war sozusagen bereitwillig als Eingangs- oder Bestandteil klassischer Literatur akzeptiert.
Trotzdem gab es damals schon wahnsinnig viele Menschen, die Perry Rhodan-Romane in lebhaften Stückzahlen zu Hause horteten und sie gerne gelesen haben. Trotzdem hat es diese Jahre über gedauert, so haben sie auch wiederum einen entscheidenden Beitrag geleistet, immer mehr darauf hinzuwirken, dass das von ihnen vertretene Genre ein Stück stärker in die Akzeptanz als ein wesentlicher Bestandteil unserer Literaturgeschichte, der internationalen Literaturgeschichte werden zu lassen. Und insofern ist das auch eine Entwicklungsgeschichte eines Genres in seiner Verortung in den jeweiligen Anerkenntnis, dass fantastische Literatur einen berechtigten Platz unter den anderen Genres hat. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, es erschließt sich ja vielleicht nicht auf den ersten Blick, wie die vermeintlich klassische Literatur mit dem Fantasy, Science Fiction und den anderen Elementen zusammenhängt. Aber ich habe kürzlich in meiner Familie ein ganz praktisches Erlebnis gehabt, dass es zwischen Fantasy und klassischer humanistischer Bildung einen unmittelbar direkten Zusammenhang gibt. Meine knapp 10-jährige Tochter hat sich entschlossen, die Percy Jackson-Reihe zu lesen. Seitdem kennt die sich in der griechischen Mythologie in einer Weise detailgetreu aus. Wir waren jetzt über Himmelfahrt 4 Tage in Paris und ich habe den Fehler gemacht, mit ihr zusammen durch das Musée d'Orsay zu gehen. Ich in der Absicht, mir die Impressionisten anzuschauen. Sie in der Absicht, mich durch die Skulpturenausstellung zu schleifen und mir jeden einzelnen griechischen Gott, der da ausgestellt war, in einer Detailtreue zu schildern, dass der Vater ein bisschen erlahmte beim Gang durch das Museum und nicht wie sonst üblich die Kinder. Das zeigt ja ein bisschen was, dass die Dinge dann doch dichter zusammenhängen, enger beieinander sind, als man das vielleicht auf den allerersten Blick meinen möchte. Und diese ganz praktische Erfahrung eines Vaters wollte ich Ihnen mitgegeben haben, weil es doch zeigt, die Dinge hängen sehr, sehr eng zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass Sie sich am Ende entschieden haben zu sagen, wir überführen unsere Institution in eine gemeinnützige Stiftung, auch ein Stück getragen, dass private Investoren bereit waren, auch mit Kapital zur Verfügung zu stehen. Trotzdem natürlich nicht in den Dimensionen Kapital haben aufbauen können, zugegebenermaßen dann noch in eine Zeit der Niedrigzinsphase kommt, dass aus den Erträgnissen der Bestand dieser Institution auf Dauer jedenfalls jeden Tag im Bewusstsein vollumfänglich gesichert ist. Deshalb wird die Entwicklung dieser Institution, die Bestandssicherung und all die Fragen, die damit zusammenhängen, auch weiterhin des Engagements bedürfen. Es wird auch der Hilfe der öffentlichen Körperschaften bedürfen. Und deshalb haben wir ja gemeinschaftlich vor einigen Monaten, ja mittlerweile ist es schon mehr als 2 Jahre her, uns entschieden, aus der Nutzungsüberlassung für dieses Objekt als Land ihnen das Eigentum zu übertragen, um ihnen auch Möglichkeiten der Finanzierung zu eröffnen, die sonst ohne die Eigentumsrechte so nicht möglich gewesen wären. Und ich freue mich, dass eben gerade noch darüber gesprochen, alle Blauen Garde mit den ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeitern von Joachim Leonhard in einem guten Dialogkontakt ist, dass da vielleicht auch ein paar Projekte in nächster Zukunft stehen, die die Bibliothek ein Stück weiter nach vorne bringt, auch in digitale Zeitalter möglicherweise, und kann Ihnen versichern, dass wir als Land sehr gerne bereit sind, dort auch einen nennenswerten monetären Beitrag beizusteuern, dass das am Ende auch funktioniert. Jetzt wissen Sie vielleicht, warum der Finanzminister eingeladen worden ist. Lassen Sie mich einen letzten Hinweis geben. Eine solche Weltinstitution, den weltgrößten öffentlich zugänglichen Bestand in unserer Region zu haben, sozusagen von Goethe zur fantastischen Bibliothek in Laufweite, ist jedenfalls auch ein renommiertes Aushängeschild für unsere Region. Und ich finde, wir könnten gelegentlich, insofern sind solche Jubiläumsveranstaltungen viel zu selten, sollten jährlich mindestens Jubiläum feiern, eine gute Gelegenheit, auch darauf hinzuweisen. Denn häufig genug wird ja eine Region, die zwar hohe Zentralitätserfordernisse erfüllt, aber trotzdem von den vermeintlich großen Kulturzentren des Landes ein paar Kilometer weg ist,
vom Frankfurter Museumsufer oder vom Herkules ein bisschen entfernt ist, von außen so wahrgenommen, als seien dort eben weniger interessante kulturelle große Ereignisse und Institutionen zu besichtigen. Dass das gerade für diese Region nicht gilt, sondern dass wir mit vielem von dem, was wir hier haben, durchaus mithalten können mit dem, was an den bekannteren Standorten ausgestellt wird, das haben wir auch ein Stück selbst in der Hand, dafür zu sorgen, dass es bekannter wird. Wenn wir nicht bereit sind, laut und fröhlich darüber zu reden, was wir Schönes Altes haben, glauben Sie, die Frankfurter sind bereit, darüber zu reden, dass das hier in Wetzlar vielleicht bedeutender ist als manches am Museumsufer. Selbst nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale, so viel Großherzigkeit werden die nicht aufbringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb bleibt es an uns, darüber zu reden, zu zeigen, was wir haben, Menschen noch stärker hierher zu locken und zu sagen, Mensch, mach doch mal einen Ausflug nach Wetzlar, tolle Institution, unter anderem diese Bibliothek. Und es macht einfach Spaß zu sehen, welche Aktivitäten unterschiedlichster Art hier stattfinden. Ich hatte ja selbst mal das Vergnügen, Kindern hier vorlesen zu dürfen am Vorlesetag, bis zur Kooperation mit Hochschulen und Fortbildungsangebote für die unterschiedlichsten Berufsprominenzen, die Dinge leben. Und lassen Sie mich ein allerletztes sagen. Die Frage, welche Einschätzung man zu Science Fiction hat sich ja nun auch dramatisch verändert. Es gibt ja nun mittlerweile große ernstzunehmende internationale Unternehmen, die sich mit der Frage beschäftigen. Wir gucken uns mal 20, 30 Jahre zurück an, was haben damals Menschen aus dem Verständnis der damaligen Zeit heraus an Science-Fiction-Romanen geschrieben, / gelesen und was ist später eingetreten? Und versuchen, das herüber zu transferieren in die heutige Zeit. Was wissen wir aus dem der Jetztzeit und was schreiben heute für Menschen Science-Fiction-Geschichten? Und was kann man aus der Entwicklung, was haben die damals geschrieben, was ist Wirklichkeit geworden, was schreiben heute Leute und was hat das möglicherweise für Wahrscheinlichkeiten zur Folge, was in 30, 40 oder 50 Jahren sein wird? Finde ich eine hochspannende Frage, ob man daraus wirklich aus Empirie am Ende Prognosefähigkeit entwickeln kann. Das hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren, in meiner Zeit, als meine Kumpels alle Perry Rhodan gelesen haben, jedenfalls die wenigsten vermutet, dass das irgendwann mal so sein wird. Also insofern war es eine große Zukunftsentscheidung, vor 30 Jahren diese Bibliothek gegründet zu haben. Und es ist eine große Zukunftsentscheidung, daraus eine Stiftung gemacht zu werden. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir dann jährlich die Jubiläen feiern. Und selbst wenn Sie sich dazu nicht entschließen sollten, aber jedenfalls die großen runden Jubiläen, und ich bin sehr sicher, wir werden weitere Meilensteine in der Geschichte Ihrer Stiftung und Ihrer Institution haben. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und ohne ein Geschenk kommt man natürlich nicht zum Geburtstag. Jetzt haben wir diesen schönen Löwen machen lassen. Das Wort schön ist interpretationsfähig. Haben wir machen lassen aus Anlass des 70-jährigen Landesjubiläums. Und ich nutze ihn ganz gerne, wenn zu solchen runden Geburtstagen einer landesnahen oder auch vom Land unterstützten Institution ihn ein Stück als kleines Symbol des Landes zu überreichen. Mit zwei Anmerkungen. Wem er besonders gut gefällt und Sie auch noch größere Platzreserven haben sollten, es gibt ihn auch in lebensgroß. An der Vermittlung wäre ich gerne sozusagen behilflich, wenn erforderlich. Denjenigen, den er nicht gut gefällt, sage ich immer, er eignet sich im Zweifel auch als Buchstütze. Hier in diesen Reihen könnte ich mir vorstellen, dass er damit sogar eine originäre Verwendung findet. Und somit, auch selbst wenn er gefällt, dieses Schicksal, diese Zweckbestimmung, was kann man Schöneres als Löwe in der fantastischen Bibliothek sein, als Buchstütze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Darf ich einfach kommen? Ja, natürlich. Ja, danke.
Aufgrund der Zeitersparnis haben wir okay. Ja, werte Festversammlung, meine verehrten Damen und Herren, werte Abgeordnete, Herr Staatsminister, ich darf Ihnen heute die herzlichen Grüße und Glückwünsche zum 30-jährigen Jubiläum der Fantastischen Bibliothek überbringen. Und ich tue dies gerne auch im Namen der hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus Stadtverordnetenversammlung und Magistrat der Stadt Wetzlar. Die nützlichsten Bücher sind diejenigen, die den Leser zu ihrer Ergänzung auffordern. Dieses Wort stammt von Voltaire und ich möchte es in meinem Grußwort später auch nochmal mit ansprechen. Zunächst möchte ich, und ich sagte es aber schon, die herzlichen Grüße und Glückwünsche zu diesem Geburtstag überbringen. Und ich freue mich, so wie es Herr Staatsminister gesagt hat, dass wir Gelegenheit haben, heute hier zusammenzukommen, Geschichte Revue passieren zu lassen, ein Stück weit zu feiern und natürlich auch den Blick in die Zukunft zu richten. Und wenn ich mir dies, was wir hier vorfinden, anschaue, dann ist die Fantastische Bibliothek mit ihrem Buchbestand von nahezu 300.000 Titeln einzigartig und damit natürlich auch ein Standortfaktor für unsere Stadt. Und ohne Thomas Leblanc, ohne sein Wissen, sein Fundus, sein Einsatz wäre es nicht möglich gewesen, 1987 mit dem Aufbau einer Bibliothek zu beginnen, die sich ausschließlich der Archivierung der spezifischen, fantastischen Literaturgenres widmete, das damals vielerorts noch verpönt war oder auch gar nicht ernst genommen wurde. Und bereits seit 1981 werden die Tage der Fantastik in Wetzlar veranstaltet. Sie bieten gemeinsam mit der im Zentrum stehenden Bibliothek den Raum, um sich mit wechselnden Themen aus fantastischen Literaturgenres auseinanderzusetzen. Und dabei wird über den wissenschaftlichen Bereich hinaus ein breites Publikum angesprochen, das sich mit der Fantastik beschäftigen möchte, um auch diesen Literaturbereich mit anderen Disziplinen zu verknüpfen. Und so veranstaltet die Fantastische Bibliothek Symposien, Seminare, Vortragsreihen zu literarischen und interdisziplinär verbundenen naturwissenschaftlichen, politischen und historischen Themen. Und ganz unzweifelhaft wird damit auch der Bekanntheitsgrad unserer Stadt an Lahn und Dill gestärkt. Und in diesem Rahmen wird seit 1983 inzwischen in der Regel in einem zweijährigen Turnus auch der Fantastikpreis der Stadt Wetzlar, wie am heutigen Abend, verliehen. Und dieser Literaturpreis stellt zum einen eine Würdigung der schriftstellerischen Leistungen der jeweiligen Preisträgerinnen und Preisträger dar. Zum anderen soll er das Ansehen und die Bedeutung der fantastischen Literatur bestärken. Meine Damen, meine Herren, zwar gibt es fantastische Literatur schon seitdem sich Menschen selbst erfundene Geschichten erzählen. Denn sobald in einer Geschichte etwas Übernatürliches, etwas Unwirkliches, etwas unerklärlich Wunderbares oder gar Unheimliches auftaucht, darf diese Erzählung der fantastischen Literatur zugerechnet werden. Märchen, Sagen, Mythen gehören zu den ältesten uns bekannten fantastischen Geschichten. Und wer erinnert sich nicht gerne solcher Geschichten, zumindest dann, wenn wir sie in unserer Kindheit von unseren Eltern oder Großeltern vorgetragen und vorgelesen bekamen. Und obwohl es in diesem Genre noch viele weitere Facetten gibt, nennen will ich exemplarisch Science Fiction, Fantasy, Utopie, Horror, Reise- und Abenteuerliteratur, mit denen wir sicherlich alle in unserem Leben in Berührung gekommen sind, möchte ich doch anmerken, dass der fantastischen Literatur im Gegensatz zur realistischen Literatur in Deutschland häufig die Anerkennung versagt bleibt. Während für die realistische Literatur unterstellt wird, sie sei einfach nötig, um der Leserschaft die Welt zu erklären, wird oftmals kontrovers darüber diskutiert, welchen Nutzen oder welchen Vorteil fantastische Literatur haben könnte. Und genau an dieser Stelle möchte ich auf Voltaire zurückkommen. Die nützlichsten Bücher sind diejenigen, die den Leser zu ihrer Ergänzung auffordern. Und diese Aufforderung geht in besonderem Maße von der fantastischen Literatur aus. Denn sie regt die Fantasie der Leserschaft in besonderer Weise an, hilft, tradierte Sichtweisen zu durchbrechen und befördert auf diese Weise die Entwicklung von Alternativen zur Lösung von Alltagsproblemen. Sie schafft damit Strukturen und Möglichkeiten, auf die es in unserer zunehmend komplexer werdenden Welt ganz maßgeblich ankommt. Und in der Tat, es ist so, wer hätte, wenn man vor 20 Jahren ein solches Buch in die Hand genommen hat, schon ahnen können, dass dies dann irgendwann mal in unserer Welt auch Realität werden könnte.
meine Damen, meine Herren, neben den Wurzeln der fantastischen Bibliothek, die auch ganz maßgeblich in unser Haus hineinreichen, und Wolfram Dette, der sie lange begleitet hat, kann dies sicherlich auch sehr zutreffend beschreiben, sind das unter anderem Gründe, warum die Stadt Wetzlar sich maßgeblich an der Finanzierung der fantastischen Bibliothek beteiligt und dies auch zukünftig tun wird. Und das sind auch die Gründe dafür, warum wir den Literaturpreis dieser Stadt verleihen. Meine Damen, meine Herren, wenn man lange miteinander verbunden ist und aus Anlass eines solchen Geburtstags zusammenkommt, dann weiß man natürlich viel übereinander und voneinander. Dann weiß man, dass man auf vieles mit Freude gemeinsam zurückblicken kann. Dann weiß man, über Stärken zu erzählen. Dann weiß man auch, dass es Themen gibt, an denen man miteinander arbeitet, über die man diskutiert und bei denen man nicht unbedingt immer einer Meinung ist. Und es ist kein Geheimnis, auch wir miteinander haben ein solches Thema, über das wir diskutieren, und das ist immer wieder auch die Finanzausstattung dieser Einrichtung und dieses Hauses. Aber ich sagte es, wir sind in einer vertraglichen Kooperation und diese vertragliche Kooperation werden wir auch gerne erfüllen, wiewohl Herr Leplan, Frau Twirsnik, Herr Hofmann nicht müde werden und auch nicht müde werden dürfen, immer wieder darauf hinzuweisen, es müsste eigentlich mehr sein, was wir denn beizusteuern hätten und beisteuern könnten. Aber ich denke, wir müssen auch ein Stück weit schauen, dass wir das, was wir tun, letztendlich auch zu unserer Haushaltslage passt. Und von daher werden wir in dem uns bekannten Rahmen auch weiterhin gerne Partner sein und auch im Aufsichtsbeirat und in anderen Gremien miteinander uns austauschen. Und vielleicht gelingt es uns ja auch darüber hinaus, bei einem Blick in fantastische Literatur den ein oder anderen Hinweis zu finden, wie wir dann das, was wir als Thema immer wieder haben, vielleicht noch intelligenter lösen können, als wir es bisher konnten. Von daher, Hoffnung stirbt auch an dem Punkt zuletzt, darf ich nochmal die herzlichen Grüße und Glückwünsche der Stadt Wetzlar überbringen. Herr Leplan hatte darauf hingewiesen, als Geschenk sich zu wünschen, eine Beschilderung im Bereich des Kornmarktes. Da haben wir noch das Thema mit der Eigentümersituation, aber wir finden dort eine Lösung, das darf ich Ihnen zusagen, damit auch der Weg in dieses Haus für viele, die aus den Gründen, sich hier mit Literatur zu beschäftigen, ihr Haus aufsuchen wollen, in unserer Stadt kommen, den Weg auch finden. Nichtsdestotrotz, für den heutigen Tag darf ich Ihnen einen kleinen Geldbetrag überreichen und ich denke, er findet eine gute Verwendung. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Ich bin jetzt nicht Manuela Hanschel, die Bundesvorsitzende des Bundesverbandes Leseförderung, sondern Frau Hanschel ist auf der Strecke zwischen Aachen und Wetzlar irgendwo hängen geblieben, wo sie unabsehbar irgendwann vielleicht ankommen wird. Deswegen hat sie mir das geschickt, was sie sagen wollte, und ich lese das jetzt vor. Lesen bedeutet Emotion, Empathie und Fantasie. Wie leben andere anderswo? Welche Lebensmodelle gibt es außer meinen eigenen? Lesen macht neugierig auf das, was sich hinter Fremdem verbirgt. Lese- und Literaturpädagogen stecken voller Fantasie. Ihre Vision von Kindheit und Jugend mit Büchern und Geschichten ist beinahe unerschütterlich. Die fantastische Bibliothek hat mit fast 300.000 Titeln nicht nur eine ebenso unerschöpfliche Vielfalt in ihren Räumen, sondern begreift wortwörtlich die Dringlichkeit der Vermittlung. Denn Bücher schmackhaft, sinnlich erlebbar und berührbar zu machen, darum geht es in der literaturpädagogischen Vermittlung. Und auch dafür steht die fantastische Bibliothek Wetzlar, die sich von der ersten Stunde an dieser Vermittlung ihrer Schätze aus voller Überzeugung und mit diesem unerschütterlichen Elan gewidmet hat und die sich Gott sei Dank auch in der manchmal sehr unfantastischen Vorstandsarbeit eines Bundesverbands aktiv engagiert. Herzlichen Glückwunsch zu einer fantastischen Erfolgsgeschichte, Manuela Hanschel, Vorsitzende des Bundesverbands Leseförderung e.V. Meine Damen und Herren, ich bin Bernhard Henn und habe die Ehre, die fantastischen Autoren zu vertreten, muss aber einschränkend gleich vorweg sagen, es sind meine Worte,
also unterschieben Sie nicht den werten Kollegen, was ich jetzt gleich sagen werde. Ich hoffe, in Ihrem Sinne zu sprechen, aber es sind meine Worte. Meine Damen und Herren, wir leben in schnelllebigen Zeiten. Zeiten, in denen Werte nach unmittelbar greifbarem Nutzen gemessen werden. Schwere Zeiten für all jene, die sich mit dem Ungreifbaren beschäftigen. Es sind Zeiten, in denen Bibliotheken ihr Recht auf Existenz verteidigen müssen, weil ja angeblich jegliche Texte auch im Internet abrufbar seien. Zeiten, in denen Autoren fantastischer Literatur vorgeworfen wird, dass unsere Existenz Eskapismus sei und wir Weltenflüchterliteratur schreiben würden. Ist die fantastische Bibliothek Wetzlar also ein Biotop für Weltenflüchter? Zunächst einmal gilt für mich, dass ein Buch, ganz gleich welches, das mich nicht binnen weniger Seiten die Welt um mich herum vergessen lässt, versagt hat. Doch zurück zum Vorwurf der Weltenflüchter, leisten wir uns den Luxus, nicht sofort weiterzuhetzen und bei diesem Wort zu verharren. Weltenflüchter. Für mich ist das jemand, der das Hier und Jetzt im Geiste verlässt, um sich eine andere Welt vorzustellen. Es müssen solche Menschen gewesen sein, die das Feuer in die Höhlen der Steinzeit getragen haben, denn Fortschritt resultiert aus der Fähigkeit, über die Gegenwart hinauszudenken. An diesem Ort, der fantastischen Bibliothek Wetzlar, sind undenkbar viele Zukünfte versammelt. Manche wurden von der Gegenwart überholt, andere klingen wie Märchen. Reisen Sie in Gedanken mit mir in den Herbst 1813. Wir sind in einem Gasthaus nahe Kassel. Wilhelm Grimm hat gerade die greise Dorothea Fiemann verlassen, die ihm wieder einmal Märchen erzählte, die er später gewissenhaft aufschreiben wird. Sie begegnen ihm und zeigen ihm ihr Handy. Sie erklären ihm, dass sie das Wissen der ganzen Welt über dieses kleine eigentümliche Kästchen abrufen könnten. Nur leider haben sie 1813 kein WLAN. Aber sie können ihm Bilder zeigen, können ein Foto von ihm machen, können von der Welt erzählen, aus der sie kommen. Ich glaube, ihre Geschichten hätte Wilhelm Grimm für märchenhafter gehalten als alles, was Dorothea Fiemann ihm je erzählt hat. 1913, 100 Jahre später, gibt es Telefone und Fotoapparate, doch immer noch wäre das Handy, das heute fast jeder von uns in seiner Tasche trägt, ein märchenhafter Zukunftstraum, weit weg von jeglicher Realität. Was lernen wir daraus? Nichts ist so vergänglich wie das scheinbar festgefügte Weltverständnis unserer Gegenwart. Ich habe seit einigen Jahren die Ehre, Thomas LeBlanc und einige Mitarbeiterinnen seines Teams zu kennen. Ich weiß um die Kämpfe, die sie auszufechten hatten und haben, um den Traum dieser Bibliothek Wirklichkeit sein zu lassen. Ich weiß um die Kreativität, mit der sie alltäglich um die Zukunft ringen. Und ich habe tiefen Respekt vor Ihnen, denn Menschen mit der Fähigkeit und mehr noch der nötigen Ausdauer, Träume wahr werden zu lassen, sind selten. An all jene hier, die Entscheidungen treffen, habe ich zum Abschluss eine Bitte. Haben Sie den Mut, weiter als über einen Tellerrand, als fernsten Horizont zu denken. Haben Sie die Weitsicht, den Schatz zu erkennen, den die fantastische Bibliothek Wetzlar darstellt, diese einzigartige Sammlung von Visionen anderer Welten, die in 30 Jahren unermüdlicher Arbeit gewachsen ist. Gehen Sie hinaus, streifen Sie zwischen den Regalen herum, lesen Sie, lassen Sie Ihren Geist frei wandern. Und Sie werden sehen, in diesen Mauern hier ist die Zukunft schon Gegenwart. Ich danke Ihnen.
Sehr verehrte Damen und Herren, oder vielleicht sollte man besser sagen, liebe Autorinnen und Autoren, liebe Bibliothekare und Bibliothekarinnen und vor allen Dingen liebe Leser und Leserinnen. Mein Name ist Stefan Kohn und der eine oder andere fragt sich vielleicht, was macht jemand aus Bonn von der Deutschen Telekom hier in Wetzlar? Ich bin großer Fan von Science Fiction, aber das war nicht der Grund, warum ich heute eingeladen worden bin, sondern ich bin einer dieser Unternehmensvertreter, die schon in den Vorreden angesprochen wurden, der sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Ich bin verantwortlich für das Zukunfts- und Innovationsforum der Deutschen Telekom in Bonn. Interessanterweise, es war früher mal die Konzernbibliothek, die wir bis 2004 dort hatten. Wir haben daraus was anderes gemacht, keine Bibliothek für fantastische Literatur, die gab es ja dann schon hier in Wetzlar, sondern ein Ort, an dem man sich austauschen kann über die Zukunft. Wir alle wissen, die Zukunft können wir nicht vorhersehen, das ist vielleicht auch ganz gut so, aber wir können sie gemeinsam gestalten. Das ist, glaube ich, unser großes Credo bei uns, bei der Deutschen Telekom. Wir sind ein großer Konzern, wir können sie nicht alleine gestalten, aber zusammen mit vielen, dafür braucht es Austausch. Das ist das, was wir in Bonn bieten, in der Telekom Design Gallery, aber es braucht vor allen Dingen auch Inspiration. Wie kommen wir zur Inspiration? Klassischerweise machen Unternehmen das, indem sie Trendstudien machen, Trends zu Technologien sich anschauen, Trends zu gesellschaftlichen Veränderungen sich anschauen. Und dann versucht man das zu analysieren und letzten Endes eine Vision zu entwickeln. Wenn man sich anschaut, was viele Science-Fiction-Autoren machen, ist es genau das. Zu überlegen, was passiert heute, welche Auswirkungen könnte das auf uns als Menschen, als Gesellschaft haben und das Ganze in eine interessante Geschichte zu verpacken. Also von daher ist es sehr, sehr naheliegend zu schauen, welche Inspirationsquelle in der Science-Fiction-Literatur vorhanden ist. Und wenn wir uns überlegen, das Ganze ist schon sehr häufig passiert. Viele von Ihnen kennen, hoffe ich zumindest, Raumschiff Enterprise. Man kennt den Communicator. Heute haben wir alle das heute schon viel zitierte Mobiltelefon in der Hand. Und ich kenne tatsächlich Nachrichteningenieure von der Firma Motorola, die gesagt haben, sie sind Nachrichteningenieure geworden, weil sie Raumschiff Enterprise gesehen haben und gesagt haben, ich will so ein Ding entwickeln und irgendwann ist dann das erste Mobiltelefon entstanden. Der ein oder andere kennt vielleicht den Replikator von Raumschiff Enterprise, das ist in Grundzügen zumindest der 3D-Drucker von heute. Das Holodeck von Raumschiff Enterprise, was wir uns mit der VR-Brille, der Virtual Reality-Brille auf den Kopf ziehen können. Von daher gibt es viele Beispiele, wo die Autoren etwas vorgedacht haben, eine Vision hatten und genügend Teilnehmer und Mitstreiter gefunden haben und inspiriert haben, genau diese Dinge umzusetzen. Und genau das haben wir auch getan mit der Fantastischen Bibliothek, weil sie ist für uns einfach eine systematische Art und Weise, genau diese Inspirationen zu erschließen. Ich selbst würde mich wahrscheinlich mit den 300.000 Werken etwas schwer tun, sie systematisch zu erschließen. Um das mal zu machen, habe ich aber auch mal geschaut, was ist denn so eigentlich in der Science-Fiction-Literatur über den Bibliothekar an sich geschrieben worden. Man denkt ja vielleicht nicht gerade so der prototypische Figur für einen Heldenroman, aber es gab tatsächlich über 20 Werke, die ich gefunden habe, wo Bibliothekare die Welt gerettet haben. Also von daher wirklich ein wichtiger Beruf. Eine davon ist die Effie Carnahan aus dem Film Der Mumie und die möchte ich kurz zitieren. Ich bin vielleicht kein Entdecker, kein Abenteurer, kein Schatzsucher und auch kein Kämpfer. Aber ich bin stolz auf das, was ich bin. Ich bin ein Bibliothekar. Und in diesem Sinne dürfen Sie, glaube ich, auch wirklich sehr stolz sein auf das, was in den letzten 30 Jahren hier entstanden ist. Und wir freuen uns alle auf die nächsten 30 Jahre. Vielen Dank. Und auch ich bin nicht ganz ohne Geschenke gekommen. Ich glaube, immer zum guten Buch gehört auch eine gute Flasche Wein. Die nehme ich. Da streiten Sie schon drum. Und dann noch eine kleine andere Form der künstlerischen Ausdrucks, kleine Inspirationsquelle aus was anderem. Ja, kleine Überraschung später. Können wir noch ein Foto machen? Aber gerne. Ja. Mein Ruf ist sowieso schon ruiniert hier mit der Weinflasche. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bitte. Ja, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen, in dem... Für die kleinen Überraschungen. Genau, für die kleinen Überraschungen. Und wir wissen davon nichts, weil wir überraschen werden. Ja, ich habe gerade eben ein Signal bekommen von meinem Nachbarn. Es gibt ja noch mehrere Signale. Okay, genau, ja. Dann fangen wir mal an. Ja, sehr geehrte Festversammlung, Herr Staatsminister, meine Damen und Herren Abgeordneten, Herr Oberbürgermeister und insbesondere natürlich dem Vorstand und den Mitgliedern der Fantastischen Bibliothek.
Ja, ich möchte an die vielen guten Worte, die jetzt schon anlässlich des Jubiläums hier geäußert worden sind, nochmal insbesondere einen Aspekt hervorheben. Diese fantastische Bibliothek gäbe es nicht ohne das engagierte Eintreten einer Persönlichkeit, die ja vor mehr als 30 Jahren, eigentlich man kann schon sagen 50 Jahre lang, immer wieder das Thema fantastische Literatur in den Fokus seines Schaffens und seiner Tätigkeit gestellt hat, Thomas Leblanc. Ich erinnere mich noch relativ lebhaft daran, wie vor mehr als 30 Jahren Thomas Leblanc zu mir gekommen ist und gesagt hat, naja, das quillt bei mir über, diese Anzahl der Bücher, können wir denn nicht am Domplatz mal so anderthalb Räume, um die ging es damals, frei machen, damit wir dort einen Grundstock für eine solche fantastische Bibliothek gestalten können. Und das Ganze hat sich ja dann, wie bekannt ist, weiterentwickelt über die Turmstraße, über die ehemalige Druckerei Bergmann bis hierher. Wenn man rückblickend die Irrungen und Wirrungen, die Vielzahl der Diskussionen in den Gremien betrachtet, das Netzwerken von Thomas Leblanc und dann weiter von Frau Twirsnik und die Beharrlichkeit, die Kreativität und den Ideenreichtum mal beschreiben würde, das ist ja schon fast ein Literaturstück, wie diese Bibliothek dann schließlich hier gelandet ist und in der Gesamtheit diesen Ausdruck gefunden hat, dann wäre das schon wirklich bemerkenswert. Ein herzliches Dankeschön an Thomas Leblanc, der immer wieder der Antreiber war und ist bis heute. Und ich hoffe sehr, dass die Bibliothek auch in 30 Jahren dann noch in einem Umfeld sich bewegen kann, wo nicht mehr nur getwittert wird, sondern auch Literatur tatsächlich noch gelesen wird, wo diese Fähigkeit bei vielen Menschen noch vorhanden ist. Denn Literatur löst Kreativität mit aus und ist wesentlich mehr als reine Informationsvermittlung. Und von daher gesehen, einen herzlichen Glückwunsch, auch im Namen natürlich jetzt meiner neuen Funktion des Lahn-Dill-Kreises, der Kreistagsvorsitzende, wenn ich darf, Frau Müller, und der hier anwesenden Kreisbeigeordneten. Und ich darf dir ein kleines persönliches Geschenk mit überreichen und hoffe, dass du weiterhin mit viel Mut und gemeinsam mit Frau Twirsnik auch die nächsten Herausforderungen erfolgreich bewältigen wirst. Alles Gute. So, die nächste Überraschung. Also solche Überraschungen sehen immer gut aus. Also komm noch ein. Die versprochen von Satzitchen auf Deutschland. Wir haben es mal geschenkt bekommen. Komm, hier lang. Okay. Das ist eine Reproduktion von Grafiken des amerikanischen Künstlers R. Frank Pohl. Die hat eine Werbeagentur mal reproduzieren lassen und ein Exemplar hat sie dem Science Fiction Club Deutschland e.V. geschenkt, aber ich denke, das hier ist hier in der Bibliothek besser aufgehoben. Findet einen guten Platz bei uns. So, Herr Dr. Goethe, wenn Sie vielleicht noch ein paar Worte zu dem kleinen Geschenk sagen würden, was... Haben Sie sich irgendwo da drüben hingestellt? Ja, ich habe vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet, Thema Gravitationsforschung, Antigravitationsforschung. Und da ist das besonders interessant natürlich, sich damit aus Sicht der Science Fiction zu beschäftigen. Ursprünglich bin ich dazu gekommen als alter Periodenfan, also 16, 17, und bin dann hier auf diese Stiftung gestoßen. Und sie haben uns auch unterstützt. Wir hoffen, dass wir unser Ziel mal irgendwann erreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber sie ist da. Und ich bedanke mich herzlich, dass wir da so zusammenarbeiten konnten. Ja. Und auch das Thema Gravitation in Ihnen, bei Ihnen einige Quellen gefunden haben. Also sagen Sie noch was dazu. Das ist eine Münze, die im Weltraum war. Ja, tatsächlich, ist um die Erde geflogen. Ich habe noch eine Firma, das Bayerische Münzkontor. Wir haben also auch mal Münzen
Reihe durch die Welt rumgeschickt. Wir haben einen Fernsehspot dazu gedreht, damals auf der Mire. Und ja, beide für diese Münzen darf ich Ihnen überreichen. Danke dich. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich bin Joachim Felix Leonhardt, schon begrüßt. Ich habe jetzt nichts unmittelbar als Geschenk mitgebracht, aber ich werde Ihnen etwas nachliefern. Das werde ich aber am Schluss meiner wenigen Worte sagen. Als ich im Jahre 2003 das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst als Staatssekretär übernehmen durfte, kündigte sich mir ein Besuch aus Wetzlar an, von Herrn Leblanc und von Frau Twirsnik. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt, wie soll ich sagen, ahnungsfrei. Das sollte sich aber im Laufe des Gesprächs sehr rasch lösen und entsprechend entwickeln. Die beiden erinnerten mich selbst an meinen früheren Beruf, dass ich mal Direktor der viertgrößten deutschen wissenschaftlichen Bibliothek gewesen sei. Ich habe natürlich gleich gemerkt, dass der Versuch Captatio Benevolentia, ich muss ja gewogen werden langsam, wurde also angewärmt. Dieses Anwärmen war von einer gewissen Folge gekennzeichnet, nämlich einer anschließenden Einladung, doch mal bitte nach Wetzlar zu kommen, um doch diese Bibliothek am früheren Standort auch zu besuchen. Ich muss Ihnen gestehen, aus einer geordneten, großen, 400 Jahre alten wissenschaftlichen Bibliothek kommt, an einen Kreisverkehr im Eingang zur Wetzlarer Stadt zu kommen. Der Fahrer ist, glaube ich, 2-3 Mal um das Ding herumgefahren. Ich habe gesagt, nach den Schilderungen der beiden, die mich besucht hatten in Wiesbaden, es muss trotzdem hier sein. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es muss auf dieser sozusagen Insel im tosenden Verkehr der aufstrebenden Stadt Wetzlar sein. Das Gebäude war sehr farbig gekennzeichnet und der Eintritt verhieß, wie soll ich sagen, eine Mischung aus anarchisch bewusst gewolltem Chaos, aus dem natürlich nur Kreativität entstehen konnte. Ich war tief beeindruckt, in die Vielfalt dieser Bestände eingeführt zu werden. Ich war natürlich genauso beeindruckt, und das war natürlich auch der Zweck der Einladung, dass man um diese Zeit, Herr Oberbürgermeister, erhebliche Schwierigkeiten hatte. Und nicht wenig war im Grunde genommen der Ort des Geschehens, wie bei einer Hallig, wenn die Sturmflut langsam immer höher steigt und sozusagen die Bestände fortzuschwemmen droht. Deshalb habe ich gesagt, wir müssen irgendwas tun. Also meine Funktion war zunächst mal Ermutigung zu geben. Wir hatten damals gerade die doppelte Haushaltsführung eingeführt, Herr Staatsminister, und da war für sowas in diesem Sinne noch nicht so furchtbar viel Platz. Aber ich war beeindruckt, wie nachdrücklich auch bei hessischen Bibliothekartagen immer wieder, also ich konnte mich gar nicht wehren, ich sehr, sehr schnell wieder in das Gespräch gezogen wurde. Da habe ich gesagt, die beiden sind wirklich unerbittlich. Sie sind Jäger und Sammler in der Materie, sonst wäre die Sammlung von 300.000 Bänden nicht zusammengekommen, aber sie jagen weiter, diesmal mich. Wir haben versucht, was wir konnten, und deshalb bin ich sehr froh, dass das Finanzministerium, Staatsminister Thomas Schäfer hat das schon wunderbar ausgeführt, ein solches Gebäude mit neuem Leben erfüllt hat. Und wenn ich daran denke, das ist ja mehrfach angesprochen worden, dass die menschliche Sehnsucht immer danach trachtet, dass wir eigentlich erfahren möchten, was morgen sein könnte, dann erfährt eine Fantastik und eine Perspektive natürlich eine ganz andere Grundlage. Und irgendwo gilt natürlich auch dann das Wort von Karl Popper, wir wissen eben heute nicht, was wir morgen wissen werden. Deshalb werde ich, und das ist jetzt hier vor einer erfreulich hohen Zeugenschaft hochheilig versprochen, aus meinem früheren
Institut im Deutschen Rundfunkarchiv eine Produktion Ihnen zusenden, in der Hoffnung, dass es hier keine Doublette geben wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mit der Aufzeichnung von Zukunftsprognosen zum Silvester 1899. Nämlich mit Zukunftsprognosen im gesprochenen Wort der Tondokumente, wie gehen wir in das nächste Jahrtausend oder Jahrhundert hinein. Ich hatte noch, wenn ich noch beim Rundfunk gewesen wäre, um die Zeit schon vorgehabt, dass wir etwas Vergleichbares 1999 hätten machen müssen. Wir könnten heute, vielleicht nach der Preisverleihung, so etwas nochmal machen. Aussagen für die nächsten 30 Jahre für heute aufgenommen, in der Gegenwart so zu nehmen, dass die Vergangenheit nicht Vergangenheit bleibt, sondern zukunftsfähig wird. Lieber Leblanc, liebe Frau Triasnik, ich werde Ihnen das zusenden. Das ist eine CD, die in der schönen Reihe mit dem Deutschen Historischen Institut in dem Museum Berlin erschienen ist, Stimmen des Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob Sie gesprochene Worte, historisch gesprochene Worte sammeln, wo man sonst hier zum Lesen eingeladen wird, aber hören ist, glaube ich, auch eine Ästhetik, mit der man wahrnehmen kann, was nicht ist, was vielleicht sein könnte. Und das ist, glaube ich, die Leitspur, mit der hier in diesem Hause gearbeitet wird. Und ich finde es großartig, dass Sie immer wieder Menschen begeistern können. Und alle, die im Umfeld dieser Stiftung etwas zu leisten, übrigens aber auch bitte zu geben haben, lassen Sie sich einfach da immer wieder neu infizieren. Es sind keine Giftpfeile, sondern es ist wohl dosiert, sozusagen, dass Sie einfach sich hier mit dieser wunderbaren Sammlung bei den Oberbürgermeister kennen, dass Sie es wirklich eine Schatzkammer hier identifizieren können. Es gibt es kein zweites Mal. Vielen Dank. Ja, wenn jetzt nicht noch eine schnelle Überraschung kommt. Aber ich habe von zwei Überraschungen gehört, die sagen, sie wollen das nachher ganz alleine mit uns machen und nicht hier so in der Öffentlichkeit. Manche Geschenke sind auch etwas persönlicher. Obwohl diese Bibliothek eigentlich davon lebt, dass sie sehr persönlich ist. Und deshalb möchte ich in unsere beiden jetzt abmoderierenden Worte, ein paar Minuten müssen Sie uns noch zuhören, aber wir haben immerhin dafür gesorgt, dass weitere 34 Grußworte heute Abend nicht mehr geredet werden. Sie haben sie in schriftlicher Form. Sie können sie ganz in Ruhe heute Nacht lesen. Sie können auch, wenn Sie meinen, in Grußworten steht immer dasselbe drin. Das ist allerdings hier nicht der Fall. Die sind auch teilweise sehr persönlich gehalten. Das allererste Grußwort von Kai Meier, das uns zu Tränen gerührt hat, er kommt erst morgen, sonst hätte er das hier auch selber gesagt. Das empfehle ich Ihnen unbedingt zu lesen. Ein paar ganz wenige Dankesworte von meiner Seite noch, weil sie hier nicht genannt worden sind. Als Wolfram Dette von der Beginn der Bibliothek erzählt hat, möchte ich also noch ergänzen, dass der kürzlich verstorbene Oberbürgermeister Walter Froneberg einen ebenso großen Anteil daran hatte, vielleicht sogar noch einen größeren Anteil, weil er das nämlich ohne Genehmigung des Parlaments gemacht hat, was denn folgende Oberbürgermeister dann immer mitgehen, der ist etwas ordentlicher und das fand ich sehr mutig. Im Nachhinein hat auch ein bisschen Ärger gegeben im Nachhinein, aber es war die richtige Entscheidung gewesen, auf den Gedanken, so etwas Besonderes hier in Wetzlar einzurichten, einzugehen. Des Weiteren, was das Haus hier angeht, haben wir auch den ganz starken Zuspruch unseres Abgeordneten Herrn Irmer, damals noch Landtagsabgeordneten, zu verdanken und auch dem Staatssekretär Arnold, mit dem wir damals, nicht mit Herrn Weimar, sondern Herr Arnold hatte das damals bekommen, verhandelt haben. Wir haben dann immer so gesagt, wir haben auf der Fußmatte des Finanzministeriums gelagert, als wir das erste Gerücht gehört haben, in diesem Haus hier würde sich etwas ändern. Und wie Sie ja gesagt haben, das Beste, was man aus einem Staatsbaum machen kann oder aus diesem Staatsbaum machen kann, ist eine fantastische Bibliothek. Um ein
von Ihnen jetzt aufgebrachtes Gerücht, warum wir Sie eingeladen haben, jetzt zu widerlegen. Wir haben Sie eingeladen, weil als Sie hier waren und der Schulklasse vorgelesen haben, war das eine so persönliche, bewegende Sache, dass wir gesehen haben, da kommt nicht jetzt irgendein Minister, der jetzt da in der Landverschickung überall, wird ja immer einmal im Jahr gemacht, zwangsweise irgendwo hinkommt, sondern da kommt jemand, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, der ist bei den Kindern so gut angekommen, dass eines der Kinder, und das darf ich jetzt hier auch mal sagen, weil es so persönlich gewesen war, eines der Kinder nach der Lesung auf ihn zukam und hat ihn spontan umarmt. Dass ein Finanzminister umarmt wird. wenn er in eine Kommune kommt. Kommt nicht so wahnsinnig häufig vor. Und von daher ist das wiederum ein Zeichen, wie persönlich es bei uns zugeht. Das heißt, wenn jemand wirklich dieses Kind, dieses spontane Gefühl hat, der hat mir eine Geschichte erzählt, das hat mir gefallen, und er ist so knuddelig, den möchte ich jetzt umarmen, dann darf er das bei uns tun, und nicht so sagen, wir tragen jetzt alle Krawatten und wir sind jetzt irgendwo fern, sondern wir sind Menschen. Und das zeichnet diese Bibliothek ganz stark aus, die Art, wie wir Menschen hier in diesem Haus begrüßen. Zur zweiten Sache, zum Löwen. Wir werden darüber nachdenken, ob wir mit Ihnen nochmal in Kontakt kommen wegen dem großen Löwen. Wir haben nur so ein ganz kleines Bedenken dabei. Es könnte passieren, dass dieser große Löwe im Laufe der Zeit zu einem Drachen mutiert, weil das unser Wappen ist. Und das weiß ich nicht, wie das Land Hessen darüber denkt, wenn das ein halb Drache, halb Löwe ist, wie andere das verstehen. Darüber müssen wir in Ruhe nochmal reden, was dieser Löwe dann darf. Aber er ist ja schon sehr farbig und ich denke, vielleicht könnte er noch einen weiteren Schritt gehen. Dann sagten Sie noch, dass in Frankfurt sicher nicht positiv, dass Frankfurt sicher nichts von der fantastischen Bibliothek erzählen wird. Das ist richtig. Frankfurt macht es nicht, aber ich habe es in Offenbach erlebt. Ich habe es in Offenbach erlebt, auf dem diesjährigen Jahresempfang der IHK Offenbach, die mich als Gastredner eingeladen hatte und die in einer Art und Weise den IHK-Mitgliedern des ganzen Landkreises und der Stadt Offenbach von dieser Bibliothek geschwärmt hat, dass mir wirklich das Herz aufgegangen ist und gesagt habe, also es ist nicht nur Wetzlar, es kann also auch in diesem Fall Offenbach sein. Ja, ich bedanke mich zunächst einmal bei allen Vorrednern, bei deinen warmen Worten und bei deiner Betreuung über all die vielen Jahre und auch, dass du dich entschieden hast, sehr viele ehrenamtliche Funktionen abzugeben, aber nicht die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden bei uns abzugeben, sondern sogar zu sagen, dass da ist mein Herz, da möchte ich also auch weiterhin dabei sein. Das ehrt uns, das freut uns. Ich bedanke mich bei der Stadt, die weiterhin, trotz aller Diskussionen, die wir haben, auch weiterhin den größten Beitrag von all unseren Unterstützern, Sponsoren, was auch immer es gibt, ja, auch die Goethe-Stiftung, die ja mit sehr viel Geld bei uns unsere Projekte unterstützt. Trotzdem ist das von der Stadt Wetzlar wirklich diese Grundsicherung etwas, was uns wertvoll ist. Wir werden weiterhin streiten. Klar, jeder hat seine Interessen, aber wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass wir konstruktiv streiten können, dass das Gespräch nicht abbricht, dass wir über all die Dinge reden können, dass wir, vielleicht fehlt uns da noch ein bisschen Fantasie an einer oder anderen Stelle, überlegen, wo gibt es noch eine Stellschraube, wo gibt es noch eine andere Idee, um sowas machen zu können. Aber zu wissen, dass man in einer Stadt ist und dass diese Stadt auch weiterhin hinter dieser Einrichtung steht, ist natürlich sehr schön. Was neu ist gegenüber früheren Festen, die Sie hier erlebt haben, ist, dass wir seit einigen Jahren
mit einer großen Zahl von Firmen zusammenarbeiten. Deshalb also mein besonderer Dank. Wir haben die Telekom deshalb hierher eingeladen, weil das so ein bisschen symptomatisch ist für das, was wir machen, dieses in die Zukunft blicken und es Firmen weiterzugeben. Sicher, wir verdienen Geld daran, aber auch es macht uns einen Riesenspaß, diese Sache zu machen, und es zeigt auch den Wert dessen, was wir hier in der Bibliothek haben, und dass wir diesen Wert weitergeben können an Firmen in ganz Deutschland. Aber wir haben natürlich auch die besondere Beziehung zu Hessen, und das teilt sich zwischen uns so ein bisschen auf, dass meine Kollegin mehr den pädagogischen Teil übernimmt und den hessischen Bildungsplan vertritt. Und von daher auch oftmals nicht hier im Hause ist, sondern in irgendwelchen Schulen, in irgendwelchen Kindertagesstätten in Hessen unterwegs ist und dort den Namen Wetzlar einerseits als Bibliothek, die es macht, aber auch andererseits das Kultusministerium und das Sozialministerium mit ihren Vorstellungen vom hessischen Bildungsplan 0 bis 10 an dieser Stelle weitergibt. So, welchen Blumenstrauß? Den da. Und dann bitte ich, jetzt geht es so ein bisschen in die persönlichen hinein, bitte ich die Kollegin Frau Dr. Zeltner, Jessica Zeltner, die da ganz draußen irgendwo gerade ist und mich wahrscheinlich nicht hört. Wir haben nämlich gemerkt, als wir die allererste Idee hatten, wie wir diesen Tag hier gestalten, dass das im normalen Alltagsgeschäft eigentlich gar nicht möglich ist, das zusätzlich zu machen. Wir drehen seit Wochen am Rad und wir haben extra eine Jubiläumsbeauftragte angestellt, die nichts anderes zu tun hat, als dieses Fest hier vorzubereiten. Das ist natürlich ein toller Job. Es ist eine riesen Verantwortung, eine riesen Arbeit, die damit verbunden ist, uns immer wieder zu erinnern, was wir alles noch zu machen haben. Wir haben Unmengen an Mails von ihr bekommen, die wir nicht alle beantwortet haben. Wir haben nicht immer auf sie gehört, aber sie hatte in den meisten Fällen recht gehabt. Und da möchten wir uns jetzt an dieser Stelle nochmal ganz herzlich mit dieser kleinen Gabe bedanken. Es kommt noch mehr, aber das ist jetzt nur das, was jetzt öffentlich ist. Ja, wie im richtigen Leben haben die Frauen das letzte Wort, das ist ja immer so. Ich möchte als allererstes mich natürlich bei allen bedanken, die von sehr weit her auch hierher gekommen sind. Teilweise, wie gesagt, stecken sie noch im Verkehr. Ich möchte mich aber noch als allererstes mich bei dir bedanken, Thomas. Denn ohne deine spinnernde Idee vor mehr als 30 Jahren, wie wir schon festgestellt haben, wären wir alle gar nicht hier. Und als ich so gedacht habe, letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum, da habe ich zuerst gedacht, der erste Gedanke war, mein Gott, so alt bist du schon. Der zweite Gedanke war aber dann sofort, was für ein Glück. Was für ein Glück ist es, 30 Jahre lang in einer Bibliothek und an einer Bibliothek zu arbeiten. Und das ist allein deine Schuld. Denn ohne dich, ohne diese Idee, diesen Traum, diese Idee, I had a dream, und das ganze Leben zu verfolgen, sodass ich davon profitieren kann und alle Kollegen, die hier auch eine Stelle gefunden haben, davon profitieren können. Und jeden Tag in ein so schönes Haus zu kommen, was wir dem Land Hessen zu verdanken haben, das ist ein großes Glück. So ganz klar wurde uns das, glaube ich, beiden, als vor 14 Tagen der Hessische Bibliothekstag hier in Wetzlar tagte und wir natürlich sehr viel Besuch von Kollegen hatten. Und natürlich, unter Kollegen sagt man eben auch schon mal sowas, was alles nicht so gut ist. Also wir haben noch keinen anständigen Katalog und natürlich zu wenig Personal und zu wenig Geld. Und dann sagten aber alle dann, aber Sie haben doch einen wunderschönen Arbeitsplatz. Und da ist uns das wirklich mal wieder zu Bewusstsein gekommen, was für ein großes Glück das ist, hier arbeiten zu können, jeden Tag hier reinkommen zu können, natürlich zu wissen, was man noch alles machen muss, aber hier zu arbeiten, ist ein riesiges Glück. Ich danke dir, dass du als mein Co-Chef
auch immer loyal mir gegenüber bist. Denn ich meine, es ist ja so, wir sind ja sehr unterschiedliche Temperamente. Zusammen sind wir unschlagbar, aber manchmal auch ziemlich nervend, wie man schon festgestellt hat. Aber einer spielt immer Good Guy, Bad Guy. Aber du hast nie, sag mal, mich auflaufen lassen. Weil ich komme ja oft mal so von irgendwelchen Reisen mit so super tollen Ideen und dann nickst du bedächtig und sagst, naja, wie viel kostet diese Idee denn so? Und dann amalgamisiert sich das Ganze wieder so ein bisschen. Aber das ist ein sehr schönes Arbeiten mit dir. Das Blöde ist bloß, dass du jetzt inzwischen in das Jet-Set aufgestiegen bist und dass man dich jetzt nur noch zwischen Brüssel, Wien, Zürich, Berlin, du reist genauso viel wie ich, ja, früher war es nur ich, jetzt reist Thomas genauso viel wie ich und manchmal sehen wir uns gar nicht und müssen uns dann immer mal so updaten und sagen, woran arbeiten wir jetzt eigentlich gerade. Aber das ist die Entwicklung dieser Bibliothek und das hätten wir uns vor 30 Jahren nun wirklich nicht gedacht, dass aus so einer kleinen Sammlung, an so kleinen Domplatz 7, mal dieses schöne Haus draus wird, aus dem wir was machen können. Und deswegen bedanke ich mich natürlich auch an dieser Stelle, auch in deinem Namen, todsicher, bei den Kollegen. Denn ohne ein Kollegium, was immer diese spinnerten Ideen dann auch mitmacht oder selber spinnerte Ideen einbringen kann, und die werden dann auch diskutiert und die werden dann auch aufgenommen. Und namentlich möchte ich mich sozusagen bei unserer nächst jüngeren Generation, denn wir beide sind ja nun wirklich schon 30 Jahre älter und wir verraten nicht, wie alt wir sind, aber ich meine, es geht schon langsam in dieses Rentieralter über. Also meine Kollegin Claudia Seibel und Maren Brunacker, namentlich genannt sind diejenigen, die sozusagen uns auffangen und auch, sag mal, die Verbindung so zur nächsten Generation auch immer wieder schaffen. Denn ich meine, wir beide sind nicht so wahnsinnig technikaffin. Du kannst das wenigstens noch erklären, also physikalisch und mathematisch, also ich schon gar nicht. Aber wir haben eine Kollegin, die auch so wissen, wie man mit Facebook dann arbeitet, was ja auch schon langsam out ist, aber trotzdem behalten wir noch diese Facebook-Seite bei und uns auch sozusagen in eine ganz andere Liga mit hineinbringt, was die ganze Kommunikation anbetrifft. Wir sind ja noch so altmodisch und machen uns anheischig, dass wir nur Gedrucktes sammeln. Aber natürlich haben wir ein paar Tondokumente und ihres wird sehr gut da reinpassen. Aber natürlich haben wir das Use-Preme zuhören, ja, also wir beide machen das dann ganz auf jeden Fall. Wir sammeln Gedrucktes und da ist man schon relativ out. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir die Stadtbibliothek haben. Die Stadtbibliothek, die auch an einem schönen neuen Standort ist, jetzt in der Bahnhofstraße, die Gott sei Dank mit so wunderbaren Hörmuscheln und all diesen wunderbaren Dingen dieser neuen Welt aufwarten können. Und wir können dann immer sagen, geht dahin, wenn man das möchte, ja, bei uns nur Gedrucktes, ja, und ein paar Hörbücher, aber die Stadtbibliothek ist da viel besser ausgestattet. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt so eine sehr schöne neue Kooperation haben mit dem Jugendamt zusammen und mit der Stadtbibliothek zusammen, machen wir dieses Projekt Wetzlar liest. Das heißt, wir wollen alle Aktionen, und zwar von Anfang an und überall, das ist ein neues Projekt, was wir jetzt in der Zukunft auch wieder sozusagen ausbauen wollen. Da sind wir sehr froh, dass wir diese Kooperation jetzt auch so in Aktivitäten dann überführen können. Das war schon ein langer Traum, also mindestens 30 Jahre war das mein Traum, dass man so etwas mal alles zusammenfasst, was es an literarischen Begebenheiten und Ideen und, sagen wir, vielleicht auch ein paar Terminabstimmungen. Das war schon immer das große Problem, dass man am gleichen Tag dann 5 Veranstaltungen hat und dann ist wieder eine Woche lang nichts. Und dass man das so ein bisschen mit hinkriegt. Und da bin ich den Kollegen sehr, sehr dankbar, die auch heute hier sind. Ich danke allen, die uns unterstützen in dem, was du, Thomas, gesagt hast, und zwar in unserer pädagogischen Arbeit. Das sind natürlich all die Menschen, die auch wissenschaftlich daran arbeiten, und zwar im literaturwissenschaftlichen Sinne. Deswegen bin ich sehr froh, dass unsere Oberkollegin, Frau Professor Dankert, heute hier ist, die morgen dann einen großen Vortrag halten darf oder möchte. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Professor Evers, das war das Institut für Kinder- und Jugendbuchforschung, mit dem wir sehr gut zusammengearbeitet haben und noch werden in Frankfurt. Das ist sehr, sehr schön, dass Sie da sind und dass die Kollegen da sind, mit denen ich auch pädagogisch arbeite, denn der Hessische Bildungsplan verlangt einen täglichen Einsatz an der Bildungsfront. Und da habe ich Kollegen, die auch heute da sind. Da danke ich beiden Kollegen sehr, sehr herzlich, dass sie mich unterstützen in dieser Arbeit. Die Göffel-Stiftung ist schon genannt worden. Ohne ihre Unterstützung, vor allem des Projekts Vorlesen in Familien und unserer Flüchtlingsarbeit. Denn wie Sie vielleicht auch schon mitbekommen haben, wir verändern uns ständig. Und seit 2015, wie Sie alle wissen, musste man sich einer Aufgabe stellen, die jetzt ein ganz neues Arbeitsfeld bei uns aufgetan hat.
Deswegen haben wir jetzt plötzlich arabische Kinderbücher auch jetzt und in Farsi viele, viele Bücher. Und wir machen 15 Sprachkurse pro Woche hier in diesen Räumen, weil wir sehr viele schöne Räume haben. Und das ist eine neue Herausforderung und da unterstützen Sie auch die Flüchtlingshilfe dann sehr viel, mit sehr viel Geld, damit wir auch diese Arbeit hier leisten können. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und dass Sie mit uns feiern, dass Sie mit uns froh sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tag heute und es ist ein großes Glück, dass wir hier sind und dass Sie alle zu uns gekommen sind. Ich mache jetzt noch ein paar Ansagen, weil jetzt kommt der wichtige Teil, nämlich das Buffet. Und dafür gibt es eine gewisse logistische Schwierigkeit. Und zwar, es gibt so eine Art Rösselsprungtür, die durch diese Tür hier führt. Da müssen Sie dann nach rechts schwenken und dort ist das Buffet, was von allen Seiten zugänglich ist. Also Sie müssen sich jetzt nicht so in eine Schlange stellen. Aber wir würden gerne die Menschen, die da hinten sitzen, von ihren Stühlen befreien, weil wir dann den Zugang zum Wein dadurch etwas erleichtern, der dann da aufgebaut wird. Also, würde ich bitten, dass mein Kollege würde sozusagen die ersten Reihen schon mal so auffordernderweise mitnehmen, dass sie um die Ecke gehen, den Platz freimachen, dass sie hier hinten sitzen, schon mal so gemütlich hier nach vorne wandern, während ein gemischtes albanisch-deutsch-iranisches Team, französisch aber auch noch, ihnen die Stühle dort hinten wegzieht und sie dann irgendwie verschwinden lässt. Und dann haben wir ein bisschen Platz und sie können ins ganze Haus gehen, sie können überall hingehen, sie können ihren Teller mitnehmen, ihre Gläser mitnehmen. Es wäre schön, wenn sie sich an zentralen Plätzen wieder sammeln, aber wir gucken auch die Regale morgen durch. Und den Weg, den die Kollegin gerade gesagt hat, sie gehen so und sie gehen hinten wieder raus. Es geht keiner bitte entgegen. Dann gibt es Unordnung. Ja, ist der einzige Augenblick jetzt, wo es mal ordentlich bei uns zugeht. Und auf dem Weg kommen Sie dann auch zum Wein. Ja? Ja, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, zur Verleihung des diesjährigen Fantastikpreises der Stadt Wetzlar darf ich Sie in den Räumen der Fantastischen Bibliothek ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, der volle Saal zeigt ja auch Ihre Wertschätzung, dass Sie so zahlreich zu der Preisverleihung erschienen sind. Die Verleihung des Fantastikpreises erfolgt im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Fantastischen Bibliothek sowie der 35. Wetzlarer Tage der Fantastik. Vor dem Hintergrund sind das natürlich ganz besondere Ereignisse, die jetzt heute zusammenfallen und die ja auch mit einer Veranstaltung über den ganzen Tag entsprechend gewürdigt werden konnten und, das darf man glaube ich auch mit einem gewissen Stolz sagen, auch gewürdigt werden durften. Meine Damen und Herren, der Wetzlarer Fantastikpreis wird in diesem Jahr an Dr. Thomas von Steinecker für sein Buch Die Verteidigung des Paradieses verliehen. Das Buch ist im S. Fischer Verlag aus Frankfurt in der ersten Auflage 2016 erschienen. Lieber Herr Dr. von Steinecker, herzlich willkommen in Wetzlar. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Genauso herzlich begrüße ich auch Dr. Petra Gropp als Lektorin des S. Fischer Verlages. Auch Ihnen, liebe Frau Gropp, gilt mein herzlicher Willkommensgruß. Und in
verschiedenen Funktionen. Ich weiß dann ehrlich gesagt gar nicht so genau, welche ich ansprechen soll. Ich versuche es mal mit einer und wenn sie falsch ist, korrigieren Sie mich. Vom Netzwerk Bildung Mittelhessen e.V. begrüße ich Herrn Dr. Martin Pott. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pott. Und Sie werden es ja als Laudator übernehmen, den diesjährigen Preisträger für sein literarisches Wirken zu würdigen. Dafür darf ich mich schon jetzt herzlich bedanken. Und nicht vergessen möchte ich Bettina Twirsnik und Thomas Leblanc von der Fantastischen Bibliothek, die sich beide seit Jahrzehnten um die fantastische Literatur verdient gemacht haben. Ich begrüße Sie ja im eigenen Hause, darf man so sagen, als Hausherrin und als Hausherrn. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich begrüße genauso herzlich alle anwesenden Mitglieder der Jury. Ohne den tatkräftigen Einsatz dieser Jury wäre es überhaupt nicht möglich, einen solchen Preis zu verleihen. Denn in jedem Jahr, beziehungsweise in dem entsprechenden Turnus, werden ja eine Vielzahl von Vorschlägen auch eingereicht. Und es gilt ja dann immer, einen ausgewogenen Vorschlag zu unterbreiten. Und das ist ja auch der Anspruch, den eine Jury an sich selbst hat, dass man sich möglichst einmütig auf einen entsprechenden Vorschlag verständigt. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Deshalb auch allen Jurymitgliedern ein herzliches Willkommen. Für meine Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat der Stadt Wetzlar darf ich stellvertretend unseren und meinen Kollegen Norbert Kortlüge herzlich begrüßen. Und für die Gremien des Land-Dill-Kreises den Kreisbeigeordneten Wolfgang Hofmann, auch in seiner Eigenschaft als Mitglied des Aufsichtsbeirates der Fantastischen Bibliothek. Herzlich willkommen. Meine Damen, meine Herren, tue Gutes und rede darüber. Das gilt natürlich in vielfacher Hinsicht, aber das gilt auch für eine Veranstaltung wie die heutige, wie diese. Und deshalb freue ich mich auch, dass als Vertreterin der Wetzlarer Neuen Zeitung Frau Pöllmitz heute bei uns ist und über den entsprechenden, über die Preisverleihung berichten wird. Frau Pöllmitz, dafür erstens herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind. Wenn man eine Rede, insbesondere eine Begrüßung vorbereitet und dann weiß, es gibt noch einen Redner, einen Laudator, der sich anschließt, dann ist es immer die Kunst, möglichst nicht all die Dinge vorwegzunehmen, die eigentlich dem späteren Redner vorbehalten sind. Deshalb hoffe ich, dass mir das auch entsprechend gelingen wird. Aber den einen oder anderen Aspekt zu der heutigen Preisverleihung möchte ich natürlich trotzdem auch ansprechen. Bereits 1987 hat Thomas Leblanc mit dem Aufbau einer Bibliothek speziell für fantastische Literatur begonnen. Die Wetzlarer Tage der Fantastik werden sogar schon seit 1981 veranstaltet und seit 1983 in der Regel in zweijährigem Turnus mit fachlicher und organisatorischer Begleitung der Fantastischen Bibliothek wird der Fantastikpreis der Stadt Wetzlar verliehen. Der Preis stellt eine Würdigung der schriftstellerischen Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger dar. Der andere Aspekt, der uns aber in Wetzlar genauso wichtig ist, ist die Tatsache, die Bedeutung der fantastischen Literatur hervorzuheben und damit auch das Ansehen der fantastischen Literatur zu stärken. Denn so ein Stück weit geht es der fantastischen Literatur gelegentlich zumindest so, wie man es von der Musik auch vergleichbar kennt. Während dort die sogenannte E-Musik hohe Wertschätzung genießt, bleibt der U-Musik, der klassischen Unterhaltungsmusik, oft die Anerkennung ein Stück weit versagt. Und das ist für uns deshalb ein festes Bemühen, die Einordnung der fantastischen Literatur als bedeutenden Bestandteil im Bewusstsein zu verankern. Und das ist auch eine der Zielsetzungen unseres Preises. Denn der Zuspruch der Leserinnen und Leser für diese Art der Literatur, der zeigt ja auch deutlich die Wertschätzung für dieses Genre. Meine Damen, meine Herren, wenn ich richtig informiert wurde, sind in diesem Jahr 80 Bücher zur Bewertung eingereicht worden. Die Mitglieder der Jury hatten die sehr schwierige Aufgabe, das Preisträgerbuch zu ermitteln und sich darauf zu einigen und es festzulegen. Bei unserer Jury hier in Wetzlar handelt es sich nicht ausschließlich um Literaturkritiker im klassischen Sinne. Es sind Bürgerinnen und Bürger aus Wetzlar oder aus der Region, die einen engen Bezug zur Literatur haben, sei es, weil sie in Bibliotheken arbeiten oder im Buchhandel oder in den Redaktionen, Kulturredaktionen einer Zeitung. Und bei der hohen Zahl der eingereichten Bücher war es in der Tat eine Herkulesaufgabe, einen Preisträger zu ermitteln. Mit viel Fleiß, mit Engagement haben sich die Mitglieder der Jury dieser Aufgabe gestellt
Und deshalb möchte ich den Damen und Herren aus der Jury dafür meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Heute können leider nicht alle Jurymitglieder an der Preisverleihung teilnehmen, aber ich möchte sie aufgrund der Wichtigkeit der Aufgabe der Jury doch zumindest kurz namentlich vorstellen. Als Vertreterin des Wetzlarer Buchhandels haben Barbara Kuske, Angelika Kunkel und Ingrid Martin in der Jury mitgewirkt. Guntram Lenz von der Wetzlarer Neuen Zeitung vertrat die Presse. Vom Hessischen Rundfunk hat die Gießener Studioleiterin Marina Gust mitgewirkt. Die Justus-Liebig-Universität in Gießen war durch Professor Dr. Peter von Möllendorf vertreten. Und als kundige Leser wirkten Andrea Derich und Petra Langhoff mit. Und als ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, und das darf ich hinzufügen, weil ich sie lange Jahre kenne, als wandelndes Lexikon hat auch Gisela Flender in diesem Jahr wieder mitgewirkt. Und vom Medienservice des Lahn-Dill-Kreises hat sich Felicitas Collodi mit in die Jury eingebracht. Ihnen allen meinen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die Jury hat sich dazu entschieden, das Buch »Die Verteidigung des Paradieses« mit dem diesjährigen Fantastikpreis der Stadt Wetzlar auszuzeichnen. Die Jury hat ihre Entscheidung folgendermaßen begründet, und das darf ich entsprechend zitieren. Dieses Buch, das in einer näheren Zukunft spielt, die intelligent von unserer Zeit abgeleitet ist, überzeugt durch sein sprachliches Changieren, hier insbesondere mit der wunderbaren Idee des Rückgriffs auf die heutige Sprache als Altwörtern. Der Leser wird bewusst in einem schwankenden Zustand belassen, der ihn die Chronik der Niederschrift für realistischer halten lässt als den dokumentierten Tod des Erzählers. Man weiß tatsächlich nicht, welchen Dokumenten man glauben soll, zumal die Weitergabe der Erzählung bei einem wirklichen Tod des Erzählers schwer zu verstehen wäre. Die Beschreibung der Suche nach Sicherheit in Flüchtlingslagern lässt realistische Parallelen zu. Jede Handlung endet jedoch in einer Hesitation, einem typischen Merkmal guter Fantastik. Meine Damen, meine Herren, auf der Internetseite vom S. Fischer Verlag wird über Dr. Thomas von Steiniger Folgendes ausgeführt. Er schreibt vielfach ausgezeichnete Romane, unter anderem Wallner beginnt zu fliegen und Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, sowie Hörspiele. Außerdem dreht er Dokumentarfilme, für die er unter anderem den Echo Classic erhielt. Unumstritten, das darf ich hinzufügen. Das Wirken des Autors ist nicht auf die Literatur beschränkt, das sehen wir daran, sondern spannt einen weiten Bogen über Hörspiele bis hin zu Filmprojekten. Meine Damen, meine Herren, ich darf nun für die einzigartige Geschichte, die Verteidigung des Paradieses, den Fantastikpreis der Stadt Wetzlar für das Jahr 2018 an Herrn Dr. Thomas von Steiniger überreichen. Zum Preis gehören zum einen die obligatorische Urkunde, der symbolische Scheck mit einem Preisgeld von 4.000 Euro und ein Buchgeschenk Zeitreise durch Wetzlar, welches ich sowohl an Sie, Herr Dr. von Steiniger, als auch an Frau Dr. Grob überreichen darf. Lieber Herr Dr. von Steiniger, ich darf Ihnen den Preis mit einer ausdrücklichen Anerkennung für Ihre schriftstellerische Leistung und mit den allerherzlichsten Glückwünschen der Stadt Wetzlar überreichen und darf Sie nun nach vorne bitten. Meine Damen, meine Herren, ich darf zunächst die Urkunde überreichen und möchte sie auch vorlesen. Urkunde, den Fantastikpreis der Stadt Wetzlar 2018 erhält Herr Thomas von Steinegger für das beim S. Fischer Verlag erschienene Buch »Die Verteidigung des Paradieses«. Wetzlar, 25. Mai 2018, der Magistrat der Stadt Wetzlar. Die Urkunde trägt die Unterschrift von Oberbürgermeister Manfred Wagner und von mir. Herzlichen Dank. Unser Stadtverordnetenvorsteher hat mal den Spruch geprägt, lieber den Onkel mit dem Scheck als die Tante am Klavier. Und auch unter dieser Prämisse darf ich Ihnen zumindest symbolisch noch diesen Scheck überreichen mit den herzlichen Glückwünschen der Stadt Wetzlar. Und auch wenn heute natürlich vieles in elektronischer Hinsicht abgewickelt wird, was auch vielleicht in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Verlag vereinfacht, trotzdem noch ein Schreibset für Sie und als kleine Erinnerung für die Stadt Wetzlar noch ein Buch mit der einen oder anderen historischen Aufnahme. Und Frau Dr. Grob, wenn Sie noch nach vorne kommen möchten, dann darf ich Sie zur Herausgabe dieses tollen Buches auch noch beglückwünschen und darf Ihnen auch noch ein kleines Geschenk im Namen der Stadt Wetzlar überreichen. Das ist lieb, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht es mit einem weiteren Musikstück weiter, wenn ich richtig informiert bin. Und dann wird Herr Dr. Martin Pott die Laudatio vortragen. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Kratkay, sehr geehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren und vor allem Ihnen, Herr von Steinecker, auch meine ganz persönlichen Glückwünsche zur Verleihung des Fantastikpreises für Ihr Buch Verteidigung des Paradieses, über das ich heute zu Ihnen allen sprechen möchte. Sie fragen sich sicher, wie wird man Laudator? Dann kennen Sie sicherlich die Art und Weise, wie Bettina Twirsnik und Thomas LeBlanc Menschen fischen. Das kann ganz schön plötzlich gehen, ne? So plötzlich wie der Biss eines Vampirs oder ein klingonischer Fluch, Petach. Das geht ganz schnell und dann ist man halt Laudator. Also vielen Dank, dass man mich angesprochen hat, das mache ich sehr gerne, zumal ich das Buch auch gerne gelesen habe. Das kommt ja nicht immer vor, manchmal macht man eine Auftragsarbeit. Aber Herr von Steinecker, ich habe es sehr gerne gelesen und möchte davon auch berichten. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, auch weil ich ja in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Netzwerks Bildung beim Regionalmanagement Mittelhessen hier und heute zu Ihnen spreche. Der Fantastikpreis der Stadt Wetzlar ist aus meiner Sicht und aus Sicht des Regionalmanagements ein wichtiger, ein bedeutender Preis. Er adelt nicht nur die Preisträger, er adelt auch die Stadt Wetzlar als Stadt der Fantastik, aber er ist auch bedeutsam überregional für die Region Mittelhessen. Und da trifft es sich auch sehr gut, dass wir heute das 30-jährige Jubiläum der Fantastischen Bibliothek, unter deren Anhänger ich mich seit langer Zeit zähle, auch feiern können. Also liebe Bettina Twirsnik, lieber Thomas LeBlanc, auch Glückwunsch zum 30-jährigen, ich sag mal ad vultus annos, das kann nur noch schöner, besser, runder und noch voller werden. Diese Hoffnung gebe ich mich auch hin. In der Vergangenheit gab es Träger des Fantastikpreises mit großen Namen. Wolfgang und Heike Hohlwein beispielsweise, Herbert W. Franke, Rafik Shami, Carla Marie, Cornelia Funke, Walter Moers und beim letzten Mal Antonia Michaelis. Also eine illustre Schar und zu dieser illustren Schar können Sie sich jetzt auch zählen, lieber Herr von Steinecker. Und Sie kommen in eine Gruppe von Personen, die eben das Thema Fantastik in ganz besonderer Art und Weise mit ihren Büchern ausmachen. Und der Ort ist heute auch entsprechend gut gewählt für die Preisverleihung. Ihr Buch, Die Verteidigung des Paradieses, 2016 erschienen. Hier liegt es übrigens, wer sich es nachher mal angucken will. Mein Exemplar habe ich auch dabei, aber ich habe da so drin rumgeschmiert, das sollte sich keiner mehr antun. Aber hier ist das Original von 2016. Kaufen, den Werbeblock mache ich jetzt schon, kaufen kann man es auch. Vielleicht wird es gar signiert, schauen wir einfach mal. Also Preisträger ist Thomas von Steinecker. Und ich muss nochmal mit vollem Namen Herr Dr. Thomas Freiherr von Steinecker sagen, das sage ich nur einmal jetzt. Aber man muss sagen, 1997 in Traunstein geboren als Freiherr. 77. Nein, das ist ein klassischer Tipp hier. 1977 und immer noch jung und gut aussehend, geboren in Traunstein. Von adliger Herkunft, da können Sie nichts für, aber 2006 wurden Sie von der Universität München geadelt mit dem Doktortitel, da können Sie schon eher was für, mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit, nachdem Sie in München und an der Universität von Cincinnati studiert haben. Interessant ist, dass Sie schon sehr früh vor Ihrem Studium literarisch tätig waren. Ich finde es sehr interessant, dass Ihre Juvenilia schon erschienen sind, also Ihre Jugendwerke, 2014 als E-Book. Und wenn man sich überlegt, dass Ihre literarische Tätigkeit schon Gegenstand von literaturwissenschaftlicher Betrachtung geworden ist, also Sie kennen ja vielleicht die Zeitschrift Text und Kritik, von der gab es einen Sonderband, Poetik des Gegenwartsromans, und da haben Sie ein eigenes Kapitel bekommen, Literatur als Nachtsichtgerät. Also man kann sagen, Jugendwerk veröffentlicht, literaturwissenschaftlicher Gegenstand, schon ein Klassiker, noch kein Klassiker. Das überlasse ich allen Leserinnen und Lesern. Aber ich finde das einen bemerkenswerten Punkt, den ich gerne herausstreichen möchte. Herr von Kratkay hat es eben auch schon gesagt, Sie schreiben nicht nur
Romane, Erzählungen, Artikel in Zeitschriften. Sie sind auch aktiv in Film und Fernsehen. Und ehrlich gesagt, daher kannte ich Sie das erste Mal. Ich habe nämlich im Jahr des Herrn 2014 auf Dreisat Ihre Dokumentation über Richard Strauss und seine Heldinnen gesehen. Ein ganz, ganz toller Film. Dafür gab es übrigens den Echo Klassik. Und auch dieser Film ist zu kaufen, als DVD bei Arthaus, glaube ich. Ne? Also ein sehr schöner Film, sollten Sie sich mal anschauen. Preise haben Sie auch schon viele bekommen, eben auch den Karl-Emery-Preis letztes Jahr. Und Ihr Werk, wenn man sich überlegt, worüber Sie alles schon geschrieben haben, worüber Sie Filme gemacht haben, Musik ist auch Ihr Thema. Sie hatten Herrn von Stockhausen als Mentor in Ihrem Leben. Das prägt auch das, was Sie im künstlerischen Bereich machen. Sie engagieren sich für die Graphic Novel, für Comics. Comics finden sich auf der Internetspielwiese des Fischer Verlages, 114.de, eine schöne Seite, finden Sie auch eine sehr schön gestaltete Comicserie, ein Webcomic der Sommer Ihres Lebens, sollten Sie sich wirklich mal anschauen. Und wenn ich auf alles eingehen würde, was Herr Thomas von Steinecker 1977 geboren alles schon gemacht hat, ist zu viel. Ich verweise auf Wikipedia. Das tut man ja heutzutage. Da steht auch wirklich schon eine Menge drin. Wichtig ist mir an dieser Stelle festzuhalten, Ihr Werk strotzt von Experimentierfreude, das Überschreiten der Grenzen von Genres, Literaturgattern, auch so das intellektuelle Vergnügen an Camouflage, an Montage. Das macht Ihr Werk, denke ich mir, schon jetzt sehr gut aus. Alles Dinge, die mich persönlich sehr gefreut haben. Es hat Spaß gemacht. Und warum viele Leserinnen und Leser Ihr Werk inzwischen schätzen. Das eine oder andere erinnert an Popliteratur. Mich hat einiges an Philipp K. Dick erinnert. Sie haben ein Nachwort zu seinen Erzählungen, die bei Fischer erschienen sind, auch mal geschrieben. Philipp K. Dick kennen Sie vielleicht. Blade Runner, Total Recall sind Filme, die auf seinen Vorlagen entstanden sind. Ein bisschen Dadaismus, ist alles Mögliche drin. Wichtig ist, das haben Sie, glaube ich, für sich selber auch reklamiert, erzählende Avantgarde, engagierte Schriftsteller und literarische Versuchsreihen, wenn ich mal so Topoi beschreiben kann. Das literarische Wagnis, würde ich sagen, ist Ihr Ding und das finden wir auch in unserem Preisroman. Die Verteidigung des Paradieses ist bereits der 5. Roman von Herrn von Steinecker. Er wird inzwischen beim S. Fischer Verlag verlegt. Vorher war es die Frankfurter Verlagsanstalt. Ich kann jetzt nicht auf jedes Buch eingehen, das ist ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Wenn Sie nachher Lust haben, die Bücher sich mal anzuschauen, sein Erstling Wallner beginnt zu fliegen, ein spannendes Buch, das hat Sie quasi in die Szene gebracht. Da sind Sie einem breiteren Publikum begegnet. Der zweite Roman Geister, da ist schon Comics drin. Auch ein Roman, wo es um gescheiterte Lebensläufe, Gedanken, Parallelwelten geht, wo Wirklichkeit mit Unwirklichkeit kombiniert wird. Und da sind Comics von Daniela Kohl mit drin enthalten. Fand ich sehr spannend. Der dritte Roman heißt Schutzgebiet und spielt so ein bisschen in so einer fiktiven afrikanischen deutschen Kolonie. So würde ich es mal beschreiben. Wo auch eine Menge kollationiert wird, wo ein Setting konstruiert wird, was man dann auf verschiedenen Erzählebenen erleben kann. Viel Anspielung, viel Zitat, also auch vieles, was wir gleich im fünften Roman erleben werden. Und der vierte Roman, auch mit einem schönen langen Titel, Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, 2012 erschienen. Das Buch habe ich leider zu Hause liegen gelassen, aber wie gesagt, schauen Sie nachher mal in diese rein. Das ist ein Roman, da hat die Ihnen vielleicht nicht unbekannte Iris Radisch mal gesagt, das sei ein gestylter Angestelltenroman. Also ich weiß nicht, was das sein soll, aber lesen Sie selbst. Ich habe die ganzen Romane jetzt nur erwähnt, damit Sie vielleicht schon mal ein bisschen Geschmack auf die anderen Bücher von Herrn von Steinecker bekommen. Wichtig ist mir, dass Sie schon mal ahnen, ein bisschen ahnen, worum es im fünften Roman geht. Den hatten Sie, glaube ich, im März 2016 in Wiesbaden sogar vorgestellt, das erste Mal. Also ich komme ja aus Wiesbaden, für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ja auch stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden und
als er von Steinecker in Wiesbaden das vorstellte, war ich dummerweise gar nicht in Wiesbaden. Aber es wäre bemerkenswert gewesen, denn viele sagen, dieses neue Buch, Verteidigung des Paradieses, sei ein verwirrendes, ein changierendes, intellektuell herausforderndes, kluges, vielleicht sogar oberkluges Buch und von der Gattung her auch sehr spannend. Sie merken, ich steige jetzt langsam in das Buch ein. Von der Gattung her ist die Verteidigung des Paradieses, um mal literaturwissenschaftlich zu sprechen, eine Postapokalypse, eine Dystopie, also keine Utopie, sondern das Gegenteil von einer positiven Utopie, also eine schlechte Utopie, eine Dystopie. Der Zuschnitt des Ganzen ist sehr episch. Man spürt auch, dass da so Filme vielleicht beim Schreiben abgegangen sind. Man sieht viele überraschende Wendungen im Buch. Man sieht, wie verschiedene Genres, Typen von Literatur miteinander lebhaft verschränkt werden. Also ich sage mal, wie es ich es empfunden habe. Ich habe mich erinnert an Abenteuerromane, an Siedlerromane, an Zombie-Romane, an Coming-of-Age-Romane, Cyberpunk und ähnliches mehr. Also ich sage jetzt nicht negativ eine bunte Mischung, sondern positiv eine lebhafte, lebendige Mischung. Der Plot, wobei ich jetzt aufpassen muss beim Nacherzählen. Ich habe so den Eindruck, so ganz habe ich es noch nicht verstanden, dass der Auslöser war. Also ich sage mal, wie ich es verstanden habe. Also wir haben Deutschland in einer nicht allzu fernen Zukunft. Die schützende Ozonschicht um den Planeten hat sich aufgrund der Klimakatastrophe aufgelöst. Dörfer, Städte, die ganze Bevölkerung wird von Schutzschirmen vor der gefährlichen Strahlung geschützt. Roboter haben einen Großteil der Arbeit übernommen. Kinder werden von Spielzeugrobotern umhegt und umfliegt. Die Eliten leben in eigenen Luxusressorts. Und dann passiert's, da kommt die Katastrophe. Und es ist komischerweise an einem 14. Juli gewesen. 14. Juli, da war die Katastrophe. Was da genau passiert ist, im Buch wird ab und zu von einer Weltkatastrophe gesprochen, selbst Traunstein wäre kaputt gegangen. Ja? Oder waren es nur Teile? Also letztendlich ist es so, vieles ist weggewischt worden, Wüste geworden. Und am heftigsten hat es erwischt Deutschland, Österreich, die Schweiz, die deutschsprachigen Länder. Aber Polen, Tschechien waren auch, glaube ich, mit dabei. Ja, das waren die Mostly Destroyed Countries, MDCs. Es wird auch viel mit Abkürzung gearbeitet. Und links des Rheins, ist aber noch einiges intakt. Jenseits der neu geschaffenen, neu entstandenen Wüste von Orléans gibt es noch Strukturen, die funktionieren, in Paris insbesondere. Und deswegen hat sich auch die bundesdeutsche Zentralregierung nach Paris zurückgezogen, mit der Bundeskanzlerin, die aber Frau Münch heißt. Immerhin. Und jetzt kommen wir zu dem Helden. Der Held dieser Geschichte, die ich ja mal so kurz umrahmt habe, was den Plot betrifft, der Held heißt Heinz. Heinz ist der Held des Romans. Er ist ein 15-jähriger Junge, der uns im Verlauf des Buches immer mehr ans Herz wächst oder immer unheimlicher wird. Kommt drauf an, wie man es liest. Also manchmal wurde er mir sehr unheimlich. Er wurde ohne Angehörige gerettet in einer sogenannten Garden Zone, deren Schutzmechanismen noch funktionierten. Das ist eine kleine Arche Noah in der Nähe von Berchtesgaden auf der Rosenalm. Und Heinz hat dort eine Ersatzfamilie, könnte man sagen, eine Handvoll Überlebender der Katastrophe, mit denen er dann zusammenlebt. Da ist zum einen Cornelius, ist der Anführer der Gruppe, ehemals Chef einer großen Fleischfabrik. Tausende, wie hat er sich ausgedrückt, Tonnen Fleisch. Und er war aber auch Politiker in der Region. Dann treffen wir auf Anne, eine sehr nette alte Dame, die nach und nach in die Demenz versinkt. Wir haben Jordan, mehr der unsympathische Typ, ein Ex-Söldner und früherer Mitarbeiter von Cornelius. Und wir haben ein sehr charmantes, nettes Pärchen, multikulturell, Chang und Özlem. Und später kommt noch ein Baby, das Kind von Özlem, dazu, namens Jiwang. Also die eigentliche Erzählung beginnt mit dem 15. Geburtstag von Heinz. Denn er wird von Cornelius, dem Anführer der Gruppe, gebeten, ihre Geschichte aufzuschreiben. Ihre Geschichte aufzuschreiben in Heften, Schreibheften, die die Katastrophe überlebt haben. Viele von Ihnen kennen diese
literarische Ausgangssituation, gerade in der fantastischen Literatur, der sogenannte Manuskriptroman. Zum Schluss weiß man gar nicht mehr, wer welches Manuskript überliefert und wer es geschrieben hat. Eine schöne Verschachtelung und Heinz ist jetzt der Schreiber. Eine typische Ausgangslage. Heinz hat große Freude daran, eben Wörter zu retten, die von der Zeit vor der Katastrophe stammten. Die Jury hat es erwähnt, die sogenannten Altwörter. Und Heinz hat quasi Weltliteratur in sich gespeichert. Bildlich gesprochen hat er das Kinderliteraturlexikon aufgesogen. Und er gibt in seinen Heften eine Menge davon ab. Sehr viel davon ab. Heinz wird so zum Bewahrer. Er wird zum letzten Schreiber, er wird zum Auserwählten. Und Heinz selber schreibt, ich zitiere mal, solange ich schreibe, überleben wir, oder ein weiteres Zitat, ich werde dafür Sorge tragen, dass in meinen Aufzeichnungen, meinen Notaten, die Kultur des Homo sapiens überdauern wird. Heinz, der Erwählte, der Schreiber dessen, was dann passiert. Der Plot geht weiter. Aus der Robinsonade in der Rosenalm, aus dieser Aussteiger-Idylle, entsteht ein apokalyptisch anmutendes Roadmovie. Sehr düster, denn sie müssen die Alm verlassen, nachdem deren Sicherheitssysteme auch ausgefallen sind. Sie brechen dann eines Tages auf, werden zu Flüchtlingen und sie fanden ein altes Flugblatt, wo es heißt, im Westen von Frankreich, da gibt es ein Flüchtlingscamp, das Camp A5. Dorthin sollte man gehen. Sie brechen also auf, unsere kleine Gruppe, und der Trip wird zum Höllentrip, denn auf der Flucht fällt bei dem einen oder anderen und bei den vielen, denen sie begegnen werden, jede zivilisatorische Hemmung weg. Es gibt harte, brutale, auch schwer zu ertragende Szenen. Szenen, die eben von Flüchtlingstrecks erzählen, wo sich jeder selbst der Nächste wird und das Überleben der Gruppe Opfer verlangt. Am Ende des Marsches, nur ein Beispiel, erreicht man ja das Schleusercamp und dort verhökert man seine eigenen Frauen als Sexsklavinnen an die Schleuser, um einen Platz auf der Fähre zu bekommen, die sie alle retten könnte, Richtung Paris. Und auf der Fähre zu sein, heißt nicht wirklich außer Gefahr zu sein. Wir kennen das von der aktuellen Flüchtlingsdebatte seit Herbst 2015. Hier wird vorweg etwas anschaulich in einem Buch, was Jahre später erst passiert ist. Denn Herr von Scheinecker, als Sie das Buch schrieben, war es wahrscheinlich so 2012. Und da wusste da keiner davon, dass sowas in dem Umfang kommen wird und solche Erlebnisse, die wir auch über die Medien vermittelt bekommen haben. Die Fliehenden dieses Buches, die Verteidigung des Paradieses, werden quasi symbolisch ein Symbol für die heutigen Flüchtlinge. Und das, was da passiert auf diesem Flüchtlingstreck, auf der Flucht, da komme ich wieder zu diesen Filmen. Also ich habe ja nicht viele Filme gesehen. So Mad Max und The Day After, so Mutanten- und Zombie-Filme, Kannibalenfilme, Walking Dead und solche Dinge. Also viel habe ich nicht gesehen. Aber ich fühlte mich immer mal wieder erinnert. Das macht ja auch nichts. So Allusionen sind ja auch sehr wichtig beim Lesen. Wichtig ist, der Roman, das ist jetzt ein Warnhinweis, der Roman ist gespickt mit sehr brutalen Szenen. Der sensible Leser fragt sich, muss denn das sein? Brauchen wir solche Szenarien? Sie gehen sehr unter die Haut. Nur ein paar Beispiele. Schon früh im Text, Seite 133, werden zwei ungebetene Gäste sehr handgreiflich mit einer Axt da niedergemacht. Sehr präzise geschildert. Am vierten Tag der Flucht findet man ein Restaurant an einer früheren Autobahnraststelle und im Restaurant findet man sehr viele ermordete, verstümmelte Personen, verstümmelte Frauen. Und die werden dann noch angefressen durch das Hausschwein der Gruppe namens Edison. Und sie schlachten später das Schwein und lassen es ausbluten, essen es dann auf. Das ist alles etwas realistisch. Ja. Oder wie ein Horrormob beschrieben wird, Seite 203, am vierten Tag, da wird eine brutale Hinrichtung geschildert, die von zombieähnlichen, ekelerregenden Mutantenwesen gemacht wird. Wir finden eine aufgeschlitzte Venus-Dolle, Seite 181, sehr drastische Schilderung. Und man geht auch in der Gruppe nicht sehr zimperlich miteinander um. So wird ein Gruppenmitglied, nachdem es schon angeschossen war, dann endgültig der Geraus mit einem Wanderstock quer durchs Gehirn gegeben.
Und zum Schluss gibt es noch Kannibalismus. Und unserem Helden Heinz, ich zitiere mal, schaudert es beim Anblick blutiger Fleischstücke in der weißen Tüte. Also ich wollte Ihnen ja Appetit machen auf diesen Roman. Ich weiß nicht, ob es mit diesen brutalen Szenen gelingt. Also manche mögen das ja auch. Aber ich nenne das mal eine Form des Realismus, der stark bewegt, der die Sache rüberbringt und der vom Leser verlangt, wirklich dazu Stellung zu nehmen. Das rauscht nicht so durch, sondern man ist entsetzt. Und dieses Entsetzen ist ja auch etwas, was ein Künstler auch hervorbringen sollte und könnte. Also insofern habe ich jetzt, hoffe ich, doch noch den Appetit erzeugt, nachdem ich zwei Sätze das Schaudern rausgenommen habe. Ist okay. Wichtig ist, das Camp A5 wird erreicht. Die Überfahrt vorher aus dem Schleusercamp, die gelingt. Und man fährt mit einer Fähre Richtung dem großen Camp. Und die Fähre heißt wunderbarerweise Lorelei. Aber irgendwo gibt es eine Passage, da heißt sie Beethoven. Oder selber wird die Fiktion gemacht, sie könnte auch Beethoven heißen. Aber auf der Lorelei fand ich schöner. Und was schön ist auf der Lorelei, ich will Sie ja nicht, Ihnen nicht zu viel erzählen, aber auf der Lorelei, denn wir wissen ja, dass Schleuser Flüchtlinge auf der Fähre nicht unbedingt ankommen lassen, auf der Lorelei gibt es eine Meuterei, die alle rettet und diese Meuterei wird von Spielzeugrobotern angezettelt. Eine spannende Situation. Als man dann endlich ankommt, hinter der großen Mauer, hinter der Wüste von Orléans, wird Heinz letztendlich sogar ein Held. Er wird verehrter Dichter und Denker. Er wird Chronist und er wird, Zitat, Inkarnation der untergegangenen deutschen Kultur. Also man feiert ihn quasi. Später passiert ein kleines Attentat auf ihn. Sein Heldentum versinkt mit der Zeit. Und jetzt kommen so die Brechungen auch in der Manuskriptstruktur. Er geht dann für fast 9 Jahrzehnte als Mönch in ein Kloster zu den Hieronymiten, heiliger Hieronymus, auch ein Schriftgelehrter, und schreibt dann zum Ende erst sein letztes Heft auf. Also auch eine schöne Zeitverschiebung. Jetzt ist die Frage, ist das Ihnen schon zu viel Stoff? Sind Sie mehr angesprochen oder mehr, ach nee, das ist mir zu viel des Guten? Es stellt sich auch die Frage, wer ist Heinz wirklich? Die Frage beantworte ich nicht, das wird ja wirklich die Spitze von allen nehmen. Aber ich habe es früh geahnt, wer er ist, sage ich Ihnen. Ich wusste schon sehr früh, was zum Schluss rauskommt, aber letztendlich ist die Geschichte eine fantastische Geschichte und Sie müssen, gerade wenn Sie Heinz beobachten, sich immer fragen, was könnte hinter ihm sonst noch so stecken. Ich möchte jetzt, quasi im zweiten Drittel meines Vortrages, auf ein paar Dinge aufmerksam machen, die ich ganz spannend finde und die meiner Meinung nach die literarische Bedeutung des Buches besonders ausmachen. Das ist jetzt mal unabhängig vom fantastischen Plot. Ich finde die Komposition des Ganzen finde ich sehr klug und spannend gemacht, also dieses Manuskriptmäßige. Wir haben zunächst 4 bunte Schreibhefte. Die hat er bekommen, der Heinz. Und er beginnt mit dem schwarzen Heft. Und im schwarzen Heft entwickelt er Skizzen zu einem Roman mit dem Titel Wir. Da geht es also um die Gruppe, das Setting der Gruppe auf der Rosenalm. Dann kommt das blaue Heft, das schreibt er voll mit der Flucht selber. 17 Kapitel, 17 Tage Flucht. Und dann kommt das grüne Heft, das vorerst letzte Heft. Da sind Schilderungen aus dem Schleuserquartier, von der Überfahrt mit der Fähre Lorelei. Und in dem Heft findet sich eine spätere Aufzeichnung, das neue Leben. Das schenkt Heinz nämlich dem Baby Si Wang, als es 15 geworden ist. Ja, da haben wir auch eine. Und eingefasst sind außerdem dokumentarische Anhänge. Da ist viel Einfassung. Sie finden übrigens in dem Buch auch 2 Reklameseiten. So wie früher bei den Rowohlt-Taschenbuchromanen, wo für deutsche Pfandbriefe geworben worden ist. Hier wird dann auch für so etwas geworben, nämlich Investitionsstocks zum Wiederaufbau von Deutschland. So würde ich es mal beschreiben. Also schauen Sie sich's an. Das vierte Heft wird dann als gelbes Heft geschrieben, eben 87 Jahre später im Kloster, wo er Mönch ist. Wir haben also 4 Hefte. In die Hefte sind verschiedene Zeitebenen und eingefügt sind auch Zwischengeschichten. Heinz ist sehr produktiv und fantasievoll.
er packt überall kleine Geschichten noch zusätzlich rein. Oder Herr von Steinecke packt zusätzliche Geschichten ein. Und die sind auch schrifttypisch abgesetzt. Ich nenne ein paar kleine, die sehr charmant und amüsant sind. Wir haben eine Geschichte, die heißt Muba und Baba, die beiden ältesten Bakterien der Welt. Das ist der Plot für einen Pilotfilm, für eine Mini-Animationsserie, die Heinz plant. Bakterien reisen auf einen Kometen und landen irgendwann auf der Erde und finden dort das Paradies. Oder die Erinnerung einer Schildkröte. Titikan Banduli heißt die Schildkröte. Das ist die älteste Schildkröte der Welt, denn sie wurde schon 1728 dem Seefahrer James Cook geschenkt und schreibt auch Geschichten. Oder wir haben eine kleine Geschichte, die nennt sich der 10.000-Meter-Mann. Das ist die Geschichte eines Mannes, der 10.000 Meter hoch aufwuchst, dann nichts mehr unter sich wahrnimmt und die Welt quasi zertrampelt. Und ganz schön fand ich, weil wir heute auch viel über Science Fiction gehört haben, es gibt eine Geschichte, die nennt sich Interstellare Botschaft des Raumfahrers an seinen Sohn Heinz. Fiktiv die Geschichte, eine Botschaft des Vaters von Heinz, der die Katastrophe erlebt hat, weil er in einem Raumschiff über der Erde schwebt. Eine völlige Fiktion natürlich, weil Heinz hat ganz andere Eltern. Aber das kommt zum Schluss. Was das ganze Buch jetzt ausmacht, würde ich sagen, ist einmal dieses Spannende in der Struktur. Und dann gibt es ja Leserinnen und Leser, die haben tatsächlich das Kindler-Literaturlexikon zu Hause. Die kennen die Weltliteratur. Oder sie können einfach nur gut googeln. Die finden eine Menge Zitate, Versatzstücke, Montagen da drin und fühlen sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht erinnert. Oder sie googeln nach, weil sie glauben, das könnte ein Zitat sein. Für mich als gelernten Theologen und Philosophiehistoriker war das natürlich eine Riesenherausforderung. Ich gebe ein paar kurze Kostproben, damit Sie es merken, wie spannend es sein kann. Das erste Heft, das schwarze Heft, was Heinz beschreibt, beginnt mit einem Zitat. Die ersten Sätze des Johannesevangeliums am Anfang war das Wort. Diese Notizen zu dem eben genannten Romanfragment Wir, denen ist ein Zitat vorangestellt, das heißt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also Jan Wetzler kennt das ja wohl jeder. Ne? Also Goethe, seine Ode von 1783, das Göttliche. Und eigentlich hätte noch der zweite Satz dazu gehört, nämlich, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen, den Menschen. Und das blaue Heft beginnt mit dem Satz, da bin ich mal gespannt, ob Sie das kennen. Ist ein bisschen längeres Zitat. Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt. Eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und Gefühle. Wir versuchen, unser Zeitalter zu überleben, um bis in eure Zeit hinein leben zu dürfen. Wer hat's erkannt? Bitte melden. Ja? Ich glaube, dass das die Inschrift auf der, wenn ich jetzt wüsste, wie heißt diese Tafel ist. Genau. Wunderbar. Also in der Fantasie Bibliothek gibt es Kenner auch der realen Raumfahrtsgeschichte. Es stimmt, es ist ein Zitat aus einem Brief, den der damalige US-Präsident Jimmy Carter geschrieben hat. Und dieser Brief ist auf den sogenannten Voyager Golden Records. Das sind diese runden goldenen Datenplatten, die man auf der Voyager 1 und der Voyager 2 1977 gestartet hat, eben mit Botschaften an Außerirdische. Und Heinz sagt selber im blauen Heft, Seite 176, am zweiten Tag der Flucht, Zitat, ich bin Voyager 1, ich habe eine Mission. Ich bin der Bewahrer, ich trage das Erbe in mir, ich transportiere den allerbesten Superchip der Menschheit, ever, die Golden Record. Also das finde ich eine ganz spannende Sache, denn ich bin ein Fan des Themas Voyager, wo kommt die wohl hin? Der letzte Teil des grünen Heftes, also die Aufzeichnungen von Heinz unter dem Titel Das neue Leben, die ja dem Kind Siwang gewidmet sind, sind auch ganz spannend aufgemacht. Übrigens, der Name Siwang ist ein Mandarinwort und heißt Hoffnung. Passt ja auch ganz gut ins Bild. Den Aufzeichnungen für Siwang ist jetzt ein Zitat vorangestellt. Alles, was künftig geschehen soll, ist für Gott bereits geschehen. Jetzt weiß ich nicht, wie katholisch Wetzler ist.
Das ist vom heiligen Augustinus. Ein Zitat, das es in mehreren Varianten gibt. Das ist immer eine Frage, wie man Latein übersetzt. Insbesondere in der Erklärung seines Römerbriefs gibt es es. Und es gab viele Anlässe damals zur Frage, was heißt Prädestination. Alles, was künftig geschehen soll, ist für Gott bereits geschehen. Und das gelbe Heft hat auch ein Motto, das letzte Heft. Auch was Biblisches. Wir haben die Bibel immer auf dem Schreibtisch. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Bibel gibt viel her. Das darf man ja auch erwähnen. Das Zitat ganz zu Beginn ist, kennen viele von Ihnen, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Paulus ist gut und der Brief ist, na so viel hat er nicht geschrieben, den Korintherbrief. Das ist der erste Korintherbrief, Vers 11 des 13. Kapitels. Zitate überall. Man kann nicht genug davon bekommen, deswegen noch ein kleiner Nachschlag, bevor ich dann zum Schluss komme. Heinz reagiert in einer ganz speziellen Situation mit Zorn, mit Rachegefühl. Und da schreibt er einfach, was ihm in den Kopf kommt. Und ihm kommen komischerweise immer Weltliteratur in den Kopf. Oder überhaupt Szenen, die man aus Literatur und Kunst kennt. Und er schreibt dann, ich zitiere, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung flammet um mich her. So, jetzt sind die Musikfreunde gefragt. Jawohl, die Königin der Nacht. Aus dem zweiten Akt der Zauberflöte von Mozart. Also ich finde alles in dem Roman. Aber jetzt noch eins, auch wo wir gerade beim Ratespielen sind. Ja. Tut mir leid, Herr von Steinhacker, aber das hat mich so ein bisschen gejuckt. Es gibt ein Zitat, das fängt wie folgt an. Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Mein Pfleger beobachtet mich. Also ist der erste Satz der Blechtrommel, wo Oskar Mazerat anfängt zu schreiben. Und da gibt es übrigens noch einen ersten Satz dahinter geschoben, der heißt, heute am 5. November beginne ich mit meinem Bericht. Das ist Marlene Haushofer, der Roman Die Wand, an den ich mich manchmal erinnert gefühlt habe. Manchmal. Und das geht häufig so weiter und ich finde das ganz toll. Sie müssen auch mal gucken, wenn Heinz Anfänge berühmter Bücher abspult, da juckt ihm immer seine Tätowierung unter der linken Achsel. Müssen Sie später mal sich fragen, ob das zusammenhängt. Also Sie sehen, man kann Spaß haben bei dem Buch, mit intellektuellem Spaß. Wenn man firm ist, eben in der Rolle des heiteren Zitate-Ratens. Aber es gibt ja auch Einfälle, die jetzt für uns, die wir fantastische Literatur und besondere Einfälle lieben, auch dabei sind. Wir treffen beispielsweise auf einen Spielzeugroboter in Gestalt des gestiefelten Katers, also Lederstiefel, Dreispitz auf den Kopf. Und das ist ein sogenannter HDTR, ein Highly Developed Toy Robot, denn er hat einen Empathie-Chip. Empathie-Chip kennen manche Star Trek-Fans. Ne? Gut. Sehr schön ist auch, den fand ich besonders schön, den Laurent. Laurent ist ein Kaninchen, so ein bisschen im Stil von Alice in Wonderland, auch mit nervös auf die Uhr schauend. Und er war früher, vor der Katastrophe, ein sogenannter Funny Bunny in einem Kindergarten, nämlich im deutsch-französischen Elite-Kindergarten in Köln-Kalk. Und deswegen spricht Laurent mit französischem Akzent. Wunderbare Schilderung, zumal Laurent in der ganzen Überfahrt der Fähre eine ganz wichtige Rolle bekommt. Welche verrate ich nicht, sonst verrate ich zu viel. Und was ganz toll ist, das meine ich ernst, ganz toll ist die Gestalt von F87. F87 ist auch ein Toy-Robot, nämlich ein kleiner Wüstenfuchs, so mit Manga-Augen, und der ist so der ständige Begleiter von Heinz. Und die Geschichte von beiden ist immer drin enthalten und entwickelt sich sehr interessant und schön. Und dieser Fuchs wird Ihnen ans Herz wachsen, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ich komme jetzt zum Schluss. Was macht dieses Buch, Ihr Buch, jetzt preiswürdig? Warum gibt es heute den Fantastikpreis dafür? Also ich denke, ich habe schon eine Menge geschildert, warum man seinen Spaß dran haben kann, warum es spannend ist,
warum die Struktur des Romans, die Collagetechnik etc. gut ist. Aber da bin ich jetzt Philosoph genug, ich verlange natürlich noch eine Aussage. Aber passen Sie auf, Autoren müssen nicht unbedingt selber ihre Aussage machen. Als Leser haben Sie auch noch was zu leisten. Es kann ja sein, dass die Aussage, die Sie finden, nicht die gewollte Aussage des Autors ist. Manchmal deckt sich so. Das, was ich gefunden habe, wäre Folgendes, und ich bin auch nicht der Einzige, die Gestalt von Heinz. Die Gestalt des vielleicht letzten Menschen, Menschen als Gattung. Und es geht um Literatur im Angesicht der Katastrophe. Heinz ist Schriftsteller, er ist ein Textspeicher, er ist Weltliteraturbescheidwisser, so nennt er sich selber. Und er ist ein Wesen, das Kind noch ist, ein schwaches Geschöpf. Und dieses schwache Geschöpf ist eigentlich für das Überleben völlig überflüssig, für das Überleben einer Flüchtlingsgruppe. Denn es herrscht doch eigentlich das Gesetz der Stärke, der bloßen Gewalt. Aber es ist eben Heinz, der so Altwörter wie Würde, Menschlichkeit, Reinheit eben unter unmenschlichen Bedingungen auch verteidigt. Ich denke, da fühlen wir uns sogar beim Lesen herausgefordert, weil wir haben ja auch so unsere aktuellen Erfahrungen. Wenn man die weltweiten Veränderungen sieht, wo liberales Denken, Demokratie durch Machtinstinkte der sogenannten Starken ersetzt werden, wo Krieg und Verfolgung Standards des Völkerrechts durchgängig verletzen und wo sogenannte starke Männer mit Rationalität nichts anfangen können, sondern lieber die Instinkte des Populismus pflegen und damit regieren. Und das sind eben solche Leute und ihre Anhänger, die dann oft die Frage stellen, was sollen wir überhaupt mit Kunst, was sollen wir mit Literatur? Das ist Stammtisch, aber wird auch immer öffentlicher. Haben wir eigentlich nichts Wichtiges zu tun, müssen wir uns nicht um andere Dinge kümmern? Und was interessiert uns so eine romantische Idee wie die Freiheit des Individuums? Und ich denke mir, in der Verteidigung des Paradieses in Ihrem Roman wird Kunst zu einem lebenswichtigen Element, denn sie hält Menschlichkeit aufrecht. Und Heinz liefert auch eine Zitatschablone dafür. Die fand ich sehr schön. Heinz bringt ein Zitat. Ich zitiere mal. Es gibt Dinge, die man tun muss, weil man sonst kein Mensch ist, sondern ein Häuflein Dreck. Wunderbar. Das ist ein Zitat von Astrid Lindgren. Nicht Pippi Langstrumpf, sondern aus dem Buch Die Brüder Löwenherz. Ein sehr bewegendes Buch, was auch sehr schön verfilmt worden ist. Also das ist die Schablone zum Thema Mensch. Jetzt fragen sich manche von Ihnen, bin ich vielleicht jetzt zu weit gegangen in meiner Interpretation? Lese ich jetzt zu viel in das Buch hinein? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass in diesem Buch die großen Fragen aufgeworfen werden. Was macht uns zu Menschen? Was lässt uns Menschen bleiben? Ist es unsere Würde? Ist es unser Glaube? Also gerade das Thema Glaube spielt auch eine interessante Rolle, weil da hadert Heinz auch mit. Er glaubt an Gott nicht, der ist tot, aber der Lord, der süße Lord, an den kann man glauben, an den glaubt Heinz. Letztendlich ist die Verteidigung des Paradieses die Verteidigung eines Ortes der Möglichkeiten, ist der letzte Ort, wo Freiheit noch durchsetzbar ist. Der eigene Kopf, das Reich der schrankenlosen Gedanken, der Bezirk eben, zu dem Literatur gehört. Wenn fast nichts und niemand mehr ist, wer wird dann noch von dieser Welt erzählen? Ich glaube, das ist auch eine der Fragen, die sich Herr von Steinecker hier stellt. Und er hat eben den richtigen Helden gefunden, der die Wirklichkeit und die Literatur wirklich beim Wort nimmt. Die Literatur lebt in Heinz, als ob sie in ihm einprogrammiert sei. Heinz heißt der Erzähler in die Verteidigung des Paradieses. Er ist 15, er zeichnet auf, was geschieht. Er schreibt in bunte Hefte über die Wanderung durch die tödliche Landschaft. Er schreibt über Hunger, Durst, über marodierende Androide, über Talkie-Toys, über Gewalt und Unterdrückung. Aber seine Erzählung endet mit den Worten, es war einmal ein Mensch. So gesehen, und das haben auch viele Rezensenten gesagt, sage ich nichts Neues, wenn ich sage, die Verteidigung des Paradieses im Gewand der Fantastik ist eine allegorische Erzählung auf die Macht des Bewusstseins und auf das, was Bewusstsein schafft, eben die Literatur. Das dem Roman vorangestellte Bibelzitat am Anfang war das Wort, passt absolut. Und sehr geehrter Herr von Steinecker, für mich haben Sie den Fantastikpreis eindeutig verdient. Ihr Buch hat ihn verdient. So sieht es die Jury. Und ich gratuliere noch einmal ganz herzlich. Vielen Dank.
Es ist sonst nicht üblich, dass sich die Jury zu Wort meldet. Und da ich die Vorsitzende der Jury bin, möchte ich einfach ganz spontan, auch aus dem Anlass dessen, dass heute auch viele Gäste da sind, die sonst nicht bei so einer Preisverleihung da sind, und möchte ich auch eine verschiedene Erklärung geben und nochmal einen Dank geben. Also erstmal herzlichen Dank für Ihr Buch. Das hat uns wirklich am allerbesten gefallen. Deswegen haben wir das auch sozusagen unterlegt jetzt. Und deswegen haben wir dich gebeten, ob du, weil wir wussten, dass du liest. Ja? Es gibt ja Menschen, die in solchen... Er hat eine legendäre Bibliothek. Das ist unglaublich, ja. Also sie macht Konkurrenz der unsrigen. Nicht ganz in der Anzahl, aber in der Aufmachung. Nein, es ist nicht üblich, dass Menschen in deiner Position auch noch Zeit haben, Bücher zu lesen, ja, und dann auch noch, also das war jetzt nicht freiwillig, ja, weil die Bitte war doch recht deutlich, ja, also das war schon so, dass wir, ja, wir hatten auch schon Wein getrunken, ich hatte schon eine gewisse Vorbereitung dann auch gemacht, es ist nämlich so, das ist auch etwas Besonderes an der Verleihung des Fantastikpreises, dass wir ausschließlich Menschen bitten, die jetzt nicht Literaturwissenschaftler sind, eine Laudatio zu halten. Damit man wirklich mal so einen Überblick bekommt, was lesen eigentlich, wie finden Menschen Bücher gut, die jetzt nicht unbedingt das aus professionellen Gründen lesen müssen. Deswegen haben wir sogar Politiker gebeten, ja, also es waren auch Politiker dabei, ja, auch Menschen, die dann überrascht waren, dass sie ein Buch lesen mussten, das doch viele Seiten hatte auch dann, weil sonst haben sie das seit Jahren nicht mehr gemacht. Aber der Witz ist nämlich dabei, dass wir schon veröffentlichen müssen, wer die Laudatio hält, bevor wir das Preisbuch ausgezeichnet haben. Das heißt, es gibt so die Katze im Sack. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, ja. Also darunter musstest du leiden, aber du hattest dann Urlaub, ja. Dann ging das, dann konntest du das lesen. Also das ist sozusagen, weshalb wir ihn ausgewählt haben. Erstmal, weil ich wusste, dass er eben auch Bücher liest, aber auch, dass er sich nicht mit diesem Buch auseinandergesetzt hätte, ja, normalerweise. Das ist der eine Witz an der ganzen Übung. Und ich möchte sagen, dass die Jury sich wirklich sehr bemüht hat, in diesem Jahr einen Schwerpunkt zu setzen auf Bücher, die sogenannte literarische Fantastik sind. Das ist nicht jedem in der Jury. Wir haben Jurymitglieder, die lesen lieber Fantasy, andere lesen lieber Science Fiction. Auch die Jury ist so ausgewählt worden, dass sie aus Menschen besteht, die professionell lesen müssen, wie Bibliothekare. Ja, wir müssen lesen. Ich mache es immer noch gerne. Ja. Ich habe auch keinen Fernseher. Und es gibt Menschen, die es jetzt aus nicht professionellen Gründen, sondern die einfach gerne lesen und die sich geoutet haben dem Buchhandel gegenüber, die sehr tragend in der Jury sind, zu sagen, wir sind Menschen, die das freiwillig machen. Und das ist natürlich schon eine Arbeit, überhaupt innerhalb der Laufe der Jahre Bücher auszusortieren, die bei den 80 sind, aber die ganzen, die ich schon mal aussortiert habe, wo ich sage, naja, das muss jetzt nicht jeder lesen. Ja, es gibt ja auch noch Bücher, wo man schon so merkt, naja, also das wird jetzt auf gar keinen Fall ein Preisbuch. Deswegen ist das schon eine gewisse Auswahl über 2 Jahre lang. Und die Jury streitet sehr viel. Ja, also wir haben 4 Sitzungen. Ich gebe immer auch einen Wein aus, damit es dann auch noch ein bisschen der Ausgleich bleibt. Ja, aber es wird schon gestritten darüber. Und wir hatten in diesem Jahr wirklich dieses schwierige Feld, was ist literarische Fantastik, die jetzt nicht unbedingt Fantasy und Science Fiction ist. Ja? Und deswegen, da fiel Ihr Buch natürlich drunter. Und das ist schon etwas, ja, was sich nicht so runterliest. Ja? Also Ihr Buch liest sich nicht runter, aber man kann leider nicht aufhören. Ja? Das ist die Sache mit den Nächten, die dann immer dann so flöten gehen, wenn man diese Bücher liest, die auch so ein bisschen länger sind, auch vom Umfang her. Das nur zur Erklärung, dass die Jury sich zusammensetzt, also aus nicht nur Literaturwissenschaftlern, sondern aus Menschen, die einfach nur lesen. Ja? Das unvergessene Zitat einer Kollegin, der Frau Flender, die im Anschluss, nachdem wir alle Bücher gelesen hatten, dann sagte, kann ich dieses Buch nehmen? Ich will es nur lesen. Also das haben sie gesagt, ja, sie dürfen auch Bücher nur lesen, ja, ohne dass jetzt ein Auftrag dahinter ist. Also es gibt Menschen, die einfach nur gerne lesen und es gibt eben Menschen, die Laudatio halten müssen und sie wussten gar nicht, welches Buch ihnen dabei blüht. Ja. Das ist die Konstellation und ich danke dir nochmal sehr, sehr herzlich. Das war eine ausgezeichnete Laudatio. Also das ist wirklich eine extrem anrührende.
Meine Damen, meine Herren, was bleibt einem zum Abschluss zu sagen nach der hervorragenden und ja, faszinierenden Laudatio von Ihnen, lieber Herr Dr. Pott? Gehen einem so viele Gedanken im Kopf rum und dann kann ich es für mich nur, das muss ich zugeben, auch ein Stück weit holzschnittartig dann für mich zusammenfassen in Interpretation des Werkes von Thomas von Steinecker. Sicherlich fantasievoll, spannend, aber auch komplex. Philipp K. Dick haben Sie als Beispiel genannt. Ich glaube, das kann man durchaus teilen. Aber auch, und das hat die Schilderung ja auch deutlich gezeigt, und ich komme auch so von der Interessenlage her aus Büchern und Film, sicherlich auch brutal und gesellschaftskritisch wie George R. Romero. Das spielt sich auch sicherlich ein Stück weit in den Geschichten dann wieder. Ich kann es jedem nur anempfehlen, das Buch zu lesen. Es ist komplex und das ist ja dann ähnlich wie bei Philipp K. Dick sicherlich auch. Dann die Geschichten nimmt man auf, man nimmt sie wahr. Und manchmal weiß man nicht, ob man sich überhaupt noch in der Geschichte befindet oder ob einem die eigene Fantasie letztlich einen Streich spielt und man dann gar nicht mehr weiß, ist das jetzt etwas, wo ich jetzt schon zu weit gehe. Aber das ist ja auch das Spannende an Literatur, dass Grenzen gesprengt werden, die man vermeintlich hat. Vielen Dank für die tolle Laudatio, Herr Dr. Pott. Dankeschön. Ich darf mich bedanken bei Herrn von Steinecker, dass er persönlich heute zur Preisverleihung gekommen ist. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit, vielen Dank, dass Sie den Preis entgegengenommen haben, aber auch vielen Dank für die hervorragenden Werke, die Sie uns bisher beschert haben. Das ist auch was Außergewöhnliches und ich denke, der Preis ist auch letztlich eine Wertschätzung für Ihre, ja dann doch schon eigentlich, auch wenn Sie noch nicht 1997, aber 1977 geboren sind, dann trotzdem schon für die Vielfältigkeit, die Sie mit Ihren Werken gezeigt haben. Und auch bei Frau Grob darf ich mich ganz herzlich bedanken, sie zeigt die tolle Betreuung durch den Ed Fischer Verlag, auch dass Sie persönlich mitgekommen sind, auch dafür meinen ganz herzlichen Dank an Sie. Meine Damen, meine Herren, zum Abschluss darf ich mich bei allen bedanken, die diesen Abend ermöglicht haben, die diese Preisverleihung ermöglicht haben. Das sind auch diejenigen, die man gern mal schnell vergisst, nämlich die, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft, sprich das Team um Bettina Drößnig und Thomas LeBlanc und alle, die in der fantastischen Bibliothek wirken und arbeiten. Das fängt ja beim Stühlestellen an, das fängt beim Besorgen von Mikrofonen und ähnlichen Dingen, aber auch bei dem schon mehrfach eben angesprochenen Wein an. Und das geht natürlich auch in die logistischen Dinge über, die wir in der Stadtverwaltung haben. Da bedanke ich mich bei Anja Scheurich und Holger Hartert von unserem Magistratsbüro ausdrücklich dafür, für die hervorragende Vorbereitung, die ja in Zusammenarbeit mit Ihnen dann vonstatten gegangen ist. Ich denke, ich darf in Ihrem Namen auch alle noch zum Gläschen Wein einladen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielleicht ergibt sich das eine oder andere spannende Gespräch, vielleicht auch gerne auch über das Werk von Herrn von Steinecker. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.